Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen mal wieder zu meinem Hausrand-Stream. Ja, heute ist wieder mal Samstag und ich muss mal gucken, ob ich alles hier richtig eingestellt habe. Ich bin irgendwie noch nicht so ganz da heute. Ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Na, ihr kennt's, ne? Gestern gar nicht mal so lange gemacht, weil wieder das Internet abgekackt ist. Deswegen sage ich es auch jetzt gleich sofort. Es kann wieder passieren. Anscheinend habe ich seit 3 Wochen irgendwie die Pest am Arsch mit dem Internet, dass immer irgendwie das Internet aufhört und es läuft weg. Genau, ja, richtig. So, und wir werden uns heute wieder ärgern mit dem Hefeteig, weil ich Bock habe auf Baguette Suzette. Und ich habe da ein Rezept rausgesucht. Es gibt anscheinend die verschiedensten Rezepte, was das betrifft. Und ja, wir gucken einfach mal, ne? Weizenmehl, 250 Gramm, 175 Gramm lauwarmes Wasser und frische Hefe haben wir nicht. Salz und Zucker, eine Prise. Ja, wir werden mal wieder ein bisschen kneten. Das Einzige, was heute kalt ist, ist das Wetter definitiv. Ich glaube, dann können wir das Rest Hefe hier nehmen. Ein bisschen weniger. Und diesmal werde ich das Wasser abmessen, in der Hoffnung, dass dann der Hefeteig auch gut wird. Ja, wir haben schlecht Wetter. Draußen ist kalt. Was auch zu erwarten war, weil es im Moment immer so in die Richtung geht. Bis Herbst ist schon wieder. Und wir können auch dann gleich, nachdem wir geknetet haben, auch dann mal das Wasser aufsetzen. Ich werde einen Auflauf heute machen. Ich habe da irgendwie unheimlich Bock drauf gehabt, obwohl die Bohnen so arschteuer sind im Moment, warum auch immer. Ist anscheinend keine Saison aktuell. Und ja, ich habe aber Bock auf Bohnen mit Hirtenkäse und ich muss seltenerweise feststellen, ich kann schon mal das Salz da reinmachen, ne? Wieder vergessen. Ich habe letztens festgestellt, ich war ja am Anfang der Woche bei einer Freundin, Bekannten, wie auch immer, war ich ja essen. Und sie hat exzellente Nudeln gemacht. Also zwar gekaufte, aber die waren gut gekauft, also die waren richtig nice. Vollkornnudeln mit Pesto. Alter, war das deliziös. Mann, war das lecker. So, Prise Zucker. Das ist dann die Prise, genau. 275 Gramm mehr. Moinsen, Weizentotem. Dich hätte ich gestern gebraucht. Wo warst du gestern? Ich habe so viele Fragen. Kannst du mir nachher noch mal helfen irgendwie? Weil irgendwie war alles gestern komisch. Aber im Moment ist ja eh immer alles komisch. Oh. Ja, ich hätte da noch mal ein paar Fragen vielleicht. Wenn du nachher Zeit hast. Weil ich stream auf jeden Fall nachher mal was anderes. Weil, ja, ich habe zwar Bock auf Planet Zoo, aber man muss ja auch mal was anderes gestalten, ne? Nur lieber ein bisschen zu viel als wenig, genau. Ich glaube, das waren 200 irgendwas Gramm, ne? 250, jo. Wenn du Zeit hast nachher, ich weiß es ja nicht. Bist du jetzt eigentlich wieder auf Bereitschaft oder nicht? Ich blicke da manchmal jetzt nicht durch. So, Hefe, ja. Ja, Hefe. Ich knete eh gleich, dann kann ich kurz lesen. Und jetzt kommt das Tricky mit dem Wasser, weil ich hasse das, ja. Jedes Mal das Gleiche. Und ich werde diesmal die Temperaturmesser nehmen dafür, weil entweder es ist zu heiß oder es ist zu kalt. Und ich möchte ja den Hefeteig auch mal hinbekommen, ne? Also nicht jedes Mal. Also 175 Gramm lauwarmes Wasser. Kampfansage, Thermometer. Die haben ja eins, also können wir es ja auch nutzen, ne? Warum nicht? So. Das wird zu heiß sein, glaube ich. Ich mache jetzt mal nach Gefühl. Und dann halte ich da den Rüssel rein. Den hier. Ja. Weißt du, 43 Grad ist schon wieder ein bisschen. Mach jetzt ein bisschen lauwarmer. Lauwärmer? Wie auch immer. Ich wollte eigentlich so in den 40er-Bereich. 37. Also, das müsste jetzt ja mal funktionieren dann, ne? Wie, wenn nicht? Ist nicht zu heiß, nicht zu kalt. Ein bisschen zu viel Wasser, ja. Ja. Nachkippen kann man immer. So, und dann werden wir mal, ich bin gespannt, ne? Also ich bin sowas von gespannt. Dann werden wir jetzt mal kneten. Dieses böse, böse Teigding da.
Ich will Baguette heute. Baguette, Baguette, Baguette. Ich habe da Bock drauf. Schön mit Soße, so dippen und so. Ja, klar, habe ich eine Frage an dich. Ah, okay, deswegen. Ich habe mich gewundert, warum gestern so wenig los war. Keiner kommt und kann es am Planet zuzocken. Aha. Warum habe ich hier Haar? Alles gut. In welchem Spiel denn? Ah, seit 7 Uhr wieder Bereitschaft. Okay. Oh, es ist ätzend. Geht's dir denn wieder besser? Gesundheitlich? Ja, eigentlich ziemlich easy Fragen. Also Punkt 1 ist, was ich nicht so ganz verstanden habe, ist, ich habe gestern die Kegelrobben und die Königspinguine ausgewildert da ins Gehege gepackt. Okay, der Teig ist gut zu verarbeiten, das ist ja schön. Und da war eben halt ständig das Problem, dass der Schnee da war und es hieß, sie brauchen Erde und Felsen und keine Ahnung was. So, dann ist der Schnee hin und wieder weggegangen, dann war die Anzeige okay. Aber immer wenn der Schnee wieder da war, war nicht okay. Es stand da aber, dass die minus 20 Grad Temperatur brauchen. Also ich war völlig überfordert, ne? Ah, WoW, okay. WoW wäre auch nochmal so ein Spiel, was ich eigentlich mal antesten müsste, weil ich habe es nie gespielt, ne? Und es ist ja einer der legendärsten Spiele überhaupt, so wie Minecraft. Gut, okay, bei Minecraft bin ich raus. Das wird nie meins sein und auch nicht werden. So, das war Punkt 1 und Punkt 2. Ich weiß nicht, ihr habt ja alle die DLCs, ne? Und ich war da gestern, wollte dann einen neuen Park machen, weil ich ja nicht, ich hatte alles schon fertig gemacht. Und dann wollte ich einen neuen Park starten. Und dann wollte ich den South East Asia Park machen, DLC. Und da steht auf Steam, dass ich da auch den im Besitz habe, ne? Ja, aber da gab es nicht ein Bauelement. Irgendwie habe ich das als, entweder war das verbuggt oder nicht. Aber ich habe das eingeben als Filter, wurde nicht angezeigt. Dann habe ich so geguckt, wurde nicht angezeigt. Da habe ich gedacht, so, hä? Kann ja nicht sein, dass das South East Asia Pack keine Bauelemente hat. Das fand ich schon ein bisschen sehr komisch da. Ich werde es heute vielleicht nochmal probieren und mal gucken. Ja. Aber das ist schon komisch, ja. Ja, ich habe mir das schon fast gedacht, dass manche so andere Spiele demnächst mal wieder zocken, weil manchen hängt Planet Zoo ja auch natürlich zum Hals raus, ne? Martin ist, glaube ich, noch dabei am Zocken. Weiß nicht, müssen wir mal gucken. Aber Naomi ist ja auch im Moment ein bisschen verhindert, sagen wir es mal so. Ja, das könnte gut werden, der Teig. Der ist jetzt eher trocken als nass, aber das ist ja besser als umgedreht. Und da kann man lange kneten, vielleicht um einen glatten Teig rauszubekommen. Mal gucken. Ja, so ist der Stand der Dinge. Gestern war ja wenig los, aber ich war auch so abgefuckt. Wieder um 20 Uhr das Internet weg für, sagen wir, 10 Minuten. Ich habe dann aufgeräumt zwischenzeitlich, habe nochmal Wäsche abgehängt und dann sehe ich, oh, Internet geht wieder. Aber da war ich so abgefuckt. Also ich werde Montag mal O2 anrufen, weil das kann nicht sein. Also in 10 Jahren ist das noch nicht so gewesen. Vor allen Dingen immer am Wochenende. Immer am Wochenende. Als wenn das irgendwie geplant wäre, dass da das Internet immer weg sein muss. Ja, wenn wir mal im Call sind, im Discord, können wir gerne machen. Das sehe ich mal so. Lauwarmes Wasser. Eine kleine Brise. Nochmal ein bisschen nachrücken hier. Ja, gerne, gerne, gerne. Ich bin auch so gerne mit euch im Call. Ich habe immer das Gefühl, ihr fühlt euch immer so verpflichtet, nur wenn es um Planet Zoo geht oder so. Na gut, Naomi war gestern ja nicht so gut drauf. Das war ja, hat ja andere Gründe, aber sonst war ja auch keiner da, so, ne? Ich habe mich so alleine gefühlt. Ohne euch. Das macht auch immer so viel Spaß. Echt? Ach. Ach was. Oh, da muss ich mal gucken. Ja, ich hatte auch überlegt, zur Not. Also ich habe gedacht, ich frage erstmal euch. Weil wenn ihr alle DLCs habt, dann könnt ihr ja mal kurz nachgucken quasi. Sonst hätte ich mir ein YouTube-Video angeguckt. So hättet ihr nachgucken können quasi in eurem Park selber. Ob ihr sowas braucht. Echt? Das ist dann ja eine Riesenverarsche, ne? Und ich dachte nur so, hä? Jetzt bin ich mir Schugge geworden. Auf einmal funktioniert hier nichts mehr. Moin, Wally. Hallo?
Wie geht's dir, Wally? Ja, ich habe heute mal früher angefangen, weil es ist zwar noch nicht 12, aber ich habe Hunger. Und ich weiß, es dauert ja immer ein bisschen, bis das Essen fertig ist. Und eigentlich wollte ich schon früher anfangen, aber dann habe ich gerade noch ein Video gesehen und irgendwie bin ich kleben geblieben, wie es immer so ist. Vor der Glotze, ne? So, der Teig sieht von der Konsistenz gut aus. Ich will mal gucken, ob da noch irgendwas steht. Irgendwas zu bedenken. Außer gehen lassen. Deswegen mache ich den auch als erstes. Außer die Reihenfolge, die ich wieder missachtet habe, wie immer. Lockeren Teig mit feuchtem Tuch abdecken, 20 Minuten gehen lassen. Okay. Ein tiefes Blech mit Wasser auf die unterste Schiene. Ach so, wegen. Ah, okay, gut. Also, das heißt, wir machen Wasser mit rein. Dann würde ich diese Schüssel nehmen, die mit in den Ofen mit rein tun, für die Feuchtigkeit anscheinend. Den Teig aus der Schüssel nehmen, mit bemehlten Händen in einem Viereck formen und nacheinander alle vier Ecken zur Mitte hin falten. Aha. Dann nochmals, ach so, quasi wie Croissant-Teig, den muss man auch mehrmals übereinander schlagen. Das ist ja aber wieder. Und dann noch eine weitere Stunde gehen lang. Aha. Nee, das machen wir alles nicht. Na. Also auf jeden Fall mit Rollen, okay, gut. Nein, nein, das ist viel zu umständlich. Ich immer, sagte sie. Eine Stunde geht ja noch. Aber in der Zwischenzeit machen wir ja das andere. Aber wir können ja sagen, dass wir in einer halben Stunde den Teig nochmal kneten. Weil ich weiß, was damit gemeint ist mit diesem. Die Franzosen machen das bei den Croissants nämlich auch, dass sie den Teig mehrmals drüber schlagen quasi. Ich weiß nicht, wie man das sonst nennt. Aber der Teig ist schön geschmeidig auf jeden Fall. Der ist gut. Immer gleich schlecht. Ja, same. Nee, im Moment geht's tatsächlich. Die Bachblüten kicken, ey. Ich glaube, deswegen ging es mir nicht so gut am Anfang der Woche mit dem Magen und den Kopfschmerzen. Ich glaube, das lag daran, weil ich noch eine neue Sorte irgendwie ausprobiere. Und irgendwie bringt die mich auf andere Gedanken. Mal gucken, wie lange das anhält. Ist interessant auf jeden Fall. Aber ich kann schon wieder nicht schlafen, ey. Überhaupt nicht. Boah, ich bin gestern total müde gewesen. Dann war ich im Bett zu 22 Uhr dann. Und dann, ja, hat nicht lange gehalten. Dann bin ich kurz immer wieder eingeneckt, immer so für 10 Minuten so. Und dann war ich wieder hellwach um 1. Oh, Alter, es ist so anstrengend, ey. Ich penne immer nur so 4 Stunden. Ich meine, das kann doch nicht gesund sein. Ich fühle mich jetzt zwar nicht mega im Arsch oder so, aber es kann doch nicht gesund sein. Ja, das ist doch super, Weizen-Totem. Wieso? Ach so, über alles jetzt oder wie? Weißt du mehr als ich? Ich bin ja nie da. Ja. Nee, der Router steht im Freien. Nein, nein, nein. Nee. Und das ist ja immer nur so für 10 Minuten, Wally. Das ist ja der Punkt, den ich nicht verstehe. Montag wieder rumpöbeln, so ehrlich. Ich bin es leid, immer anzurufen. Und ich kann mir aber, jetzt weiß ich so, ich habe mir heute mal Gedanken gemacht. Wie gesagt, mein Mind ist im Moment ein bisschen erweitert, vielleicht mal. Ich kann mir vorstellen, warum ich schlechtes Karma habe. Ich müsste das mal bereinigen. Aber ich kann mir vorstellen, warum ja. Tatsächlich. Ich glaube ja an sowas auch. So ist es ja nicht. Es ist kein. Es ist nicht ohne Grund, dass so viele schlechte Dinge passieren. Und ich muss mein Karma eigentlich noch mal schnell bereinigen, bevor es nach Hameln geht, ey. Sonst verliere ich nachher noch vor Gericht. Das wollen wir ja nicht. Ah, nee, nee, danke, ey. Oh, das wär's noch. So, feuchtes Tuch. Ich habe übrigens die gleiche Hose von einer Bekannten, die hat sie mir gezeigt. Da habe ich gesagt, ja, oh, die sieht ja so nice aus. Ich finde die so hübsch. Und letztens hat sie die auch angehabt am Montag. Weil die ziehe ich immer so zum Ausgehen an oder so. Weil die ist schön luftig, locker. Sieht gut aus. So, feuchtes Tuch. Ja, das Problem ist, wir können das jetzt nicht in die Wärme stellen, ne? Weil draußen ist definitiv nicht warm. Ich stelle das jetzt einfach, ja, hinter meinen Laptop. Vielleicht wird es dann warm. Oh, ich habe noch gar nichts zu trinken. Ja, ich muss mein Karma echt mal bereinigen, ey. Das ist so lästig. Es ist so nervig, dass mir immer alles auf den Pisser geht. Und ich habe noch nie mal was gemacht. Ach, Mann, oh. Doch, ich habe was gemacht.
Das Karma, Wally? Ach so, das. Ja. Und wie reinige ich mein Hirn? Ah, okay. Ich bin gespannt, Weizen-Totem. Ja, dann, wenn du Zeit hast, können wir das ja machen, wenn ich hier mit Kochen fertig bin, weil danach setze ich mich eh am PC und mache dann den nächsten Stream. Weil hoch die Tassen, heute ist Samstag. Warm Angebot. Nein, nein, nein. Ich müsste zwei Personen eigentlich mal aufklären über dessen, was ich. Und mal wieder Kontakt aufnehmen. Das müsste ich eigentlich mal tun. Aber irgendwas hindert mich. Ich weiß auch nicht was. Frag mich nicht. Aber das ist es. Leute im Unklaren zu lassen, ist unfair. Und das bei seinen besten Freunden zu tun, ist auch nicht gut. Bezeichne ich jetzt mal als beste Freund, weil es auch so ist eigentlich, ja. Wichtige Person im Leben. Nudeln? Ich hatte erst überlegt, Nudeln zu machen, weil, ja, warum habe ich denn keine geholt? Ich hole mal kurz Nudeln. Ja, ich wollte erst Reis machen. Und dann habe ich gedacht, nee, machst du mal Nudeln, weil das schmeckt bestimmt komisch und anders. Ich will es mal ausprobieren. Weil ich glaube, diese Bohnenpfanne kombiniert nicht gerade gut mit Nudeln. Wir haben ja noch 10.000 Tonnen Nudeln. Ich meine, gut, dass ich damals einen Vorrat gekauft habe. Ne? Jetzt sind die ja arschteuer, die Nudeln. Also es hat sich in einer Hinsicht gelohnt. Nur, dass das nicht gestimmt hat, dass der Weizenpreis teurer wird. Nee, das stimmt irgendwie nicht so ganz. Aber ich kann ein bisschen mehr kochen, weil dann habe ich wieder ein bisschen mehr Ruhe. Eine Tupperware packen. Aber ich habe damals, habe ich ja, was weiß ich, 80 Cent oder so für eine Verpackung bezahlt. Jetzt zahlt es ja mittlerweile viel, viel mehr. Wenn es hochkommt im Angebot für 1 Euro, ja. Es ist heiß. Du, du, du. So. Nudelskin. Ja, ich muss nur, wie gesagt, hameln darf ich nicht. Darf ich? Ich weiß nur nicht, ob ich da dann auch in Berufung gehen kann, wenn der Arzt irgendwie was anderes sagt. Ich meine, ich habe noch ein Dokument, was jetzt ausbleibt, wo ich im Krankenhaus war. Das hat gefehlt, das muss ich noch vor Gericht vorlegen. Aber ich habe 6 Ärzte, die das unterschreiben, was ich, ja, dass meine Nase kaputt ist. So, und wenn der Gutachter jetzt was anderes sagt, kann ich dann in Berufung gehen? Das muss ich meine Anwältin mal echt fragen, ey. Weil das wäre ja nicht normal. So, achso, die Bohnen müssen wir noch machen, ne? Ich glaube, ich koche alles vor, ja. Eigentlich mit Schafskäse, Zwiebel, Knoblauchzehe und Dill. Dill gehört mit dazu. Ja, und ich weiß auch nicht. Ich weiß so vieles nicht. Ach ja, stimmt. Die Salami, die habe ich ausgefroren. Die werden wir mit reinschnibbeln, weil ich ja festgestellt habe, dass die nicht schmeckt, wenn die einmal aufgetaut ist. Dann musste ich leider den teuren Hirtenkäse kaufen, weil die ja nichts anderes da hatten. Knoblauchzehe, eine kleine. Ja, ein Zwiebelchen. Da nehmen wir natürlich eine Schalotte. Ah nee, das sind die roten Zwiebeln, ja. Das ist gar keine Schalotte. Was erzähle ich denn da? So. Tomatos. Und die Buschbohnen. Habe schon ein paar Mal zu viel gezahlt, eindeutig. Oh, es kocht ja schon. Geht mir aber zu schnell hier, ne? Gappi. Ach, ich weiß auch nicht. Ich sitze das aus, dass ich immer der Arsch vom Dienst bin im Moment. Irgendwann kommen auch wieder bessere Zeiten. So ist es. Ein bisschen sehr viel, ne? Alles untergebracht. Zum Zumachen. Ah, diese Clip-Dinger sind echt die beste Erfindung überhaupt. Wie viel ich davon immer im Gebrauch habe. Bei IKEA. Obwohl, die sind mittlerweile auch schon teuer geworden. Cool. Aber letztes Mal habe ich für so eine Packung 8,50 € bezahlt. Ich gedacht, what the fuck? Für so vier, fünf Dinger da. Ich sag, warum so teuer? Ja,
Ach, die Buschbohnen. Ach, da ist es. Ich habe gesucht, genau. Da ist es doch. So. Na, das ist die Frage, ob wir das jetzt so machen oder auch nicht. Ich habe wirklich ein bisschen viel gemacht. Oh. Man kann ja. Ich frage mich allerdings, wer sowas macht. Wer streicht wirklich? Man kann ja Butter um den Topfrand streichen, damit das nicht überkocht. Ne? Ich nehme einfach Rumpelstilzchens Tipp und mache den Kochlöffel, das ist auch wunderbar. Aber ich frage mich, wer das wirklich macht. Wer macht sich die Mühe und streift einmal damit der Butter rum? Das geht nicht so in meinen Kopf rein. Nee, nicht wirklich. Ich habe auch noch einen neuen Käse, den ich gerne ausprobieren möchte. Das passt ja nie und nimmer. Nehmen wir noch zwei. Wir haben noch zwei. Die eine ist zwar ein Ticken größer, aber auch nicht. Ja, ihr seht es ja selber, nicht so viel mehr. Ne? So, die müssen wir eigentlich noch waschen. Erstmal will ich sie ganz gerne abschnibbeln. Weil ich sowieso eine Geschirrspülmaschine anmachen muss. Können wir heute ja verschwenderisch sein und gleich da reinschmeißen, weil es so schön ist. So, wir brauchen eh das Sieb. Ne. So, ich hoffe, sonst geht es euch gut. Wie? Dein Internet war weg? Ja, was? Jetzt bist du dran, oder wie? Ja, ich muss ja nur wieder mal gucken, ne? Nicht, dass es schon wieder hier abstürzt. Oh, ich hoffe mal heute nicht. Ich finde das unfair. Ich glaube, das passiert nur bei mir. Nicht oben oder so. Ach so, ah, okay. Ehrlich? Also ich bin eigentlich kenne ich das so von mir, dass ich so eher 8 Stunden schlafe, ne? Und nicht 4. Ich finde das sehr wenig. Na gut, aber solange ich keine Mangelerscheinungen habe und so weiter und so fort. Aber ich finde es halt komisch. Und ich dachte eigentlich, also die eine Bachblütensorte nehme ich ja schon länger jetzt, schon über einen Monat. Und ich dachte, es reguliert sich mal irgendwann. Also ich meine, das war ja vorher auch nicht anders. Ist ja schon seit einem Monat so, dass ich scheiße penne. Ach, weiß ich auch nicht. Wenn es hilft. Solange ich wenigstens keine Depression kriege, ist alles gut. Erstmal. Therapie ist ja noch ein bisschen hin, ne? Es ist also echt krass, ne? Wie blöde man warten muss auf Termine. Das ist unfassbar. Ich habe in 10 Minuten müssen wir gleich nochmal kneten. Das machen wir dann nach dem Bohnen. Nicht vergessen. Ich habe Freitag eigentlich einen Hautarzttermin gehabt, weil ich müsste mal wieder so Vorsorge machen wegen Hautkrebs und so. Ich habe ja hin und wieder mal einen Leberfleck der Muttermal. Ich glaube, man sagt gar nicht mehr, ich weiß nicht, ich bin oldschool, ich sage immer Leberfleck, ich weiß nicht warum. Ich habe hin und wieder mal welche, die nicht so gesund sind, die mal entfernt werden müssen. Ich war jetzt schon seit Jahren nicht mehr kontrollieren, ne? Also ich wäre eigentlich mal fällig wieder. Ja, und dann wollte ich eigentlich Freitag den Termin wahrnehmen, aber ging ja nicht. Ich hatte ja einen Hund. Die fanden das übrigens, ja, natürlich ist länger besser, ist klar. Die fanden das übrigens immer relativ lustig, wenn ich am Telefon gesagt habe, ja, wenn ich mit Hund kommen darf. Das fanden sie immer lustig. Dann sagte die Frau schon so, können Sie den nicht für eine halbe Stunde zu Hause lassen? Nee, Leute, kann ja nicht alleine bleiben, die Blöde. Nee, ich trainiere es ihr nicht an. Das ist nicht meine Aufgabe. Und dann sagte sie, ja, der nächste Termin ist dann erst wieder im März. Ich sagte, das ist nicht ihr Ernst. Wir haben August jetzt, ne? März. Wohlgemerkt. Oh, ich habe mein Mauspad dreckig gemacht. Muss gleich mal abputzen. Alter Schwede, März. Wie krass ist das denn? Ich dachte immer, bei Orthopäden wäre das so schlimm, aber bei Hautärzten anscheinend auch mit dem Termin. Alter Schwede, ist das krass. Ich glaube, als Privatpatient kriegst du auch nicht schnell einen Termin. Also, ich habe damals auch keine Vorteile gehabt. Nee, nicht wirklich. Wie krass ist das denn?
Also bei meinem Frauenarzt ging es ein bisschen schneller. Aber da muss ich auch noch mal hin. Mir von dem charmanten Arzt unten reingucken lassen. Ach, mein alter Gynäkologe, der war lustig. Aber der ist zu weit weg. Der ist umständlich, immer dahin zu fahren. Der hat immer Späßchen gemacht. Vor allen Dingen das eine Mal, wo ich dann da auf dem Stuhl war und er dann geguckt hatte und er sagte: Herzlichen Glückwunsch, Frau. Ich sage: Wie herzlichen Glückwunsch? Hä? Ja, Sie haben doch heute Geburtstag. Da war ich wirklich am Geburtstag. Habe ich noch nie mal registriert. Ich sage: Oh, machen Sie mir doch nicht so einen Schrecken. Ich sage: Wodurch soll ich denn schwanger werden? Oh, weil er immer sagt, ich habe ein gebärfreudiges Becken, ich sollte unbedingt Kinder kriegen. Ich sage: Ja, nee, danke. Oh, da habe ich einen Schrecken bekommen. Ich meine, warum eigentlich? Wenn man keinen Sex hat, dann kann auch nichts passieren, ne? Aber es soll ja die allmöglichsten Wunder geben. Ja, echt? Ist das bei meinem Friseur auch so? Ach, hör auf. Obwohl, Friseure gibt es auch wie Sand am Meer, aber ich kann das verstehen, wenn Männer sagen: Nee, da gehe ich nicht hin, weil Schneide schlecht oder keine Ahnung was, weil einen guten Friseur zu finden ist wirklich schwierig. Also, ich als Frau zumindest, weil ich habe sämtliche Wirbel da oben irgendwie im Haar und die meisten kommen da nicht. Die Story kennt ihr ja noch nicht. Wally auch, glaube ich nicht. Ich war ja mal, den Friseur gibt es aber allerdings nicht mehr, ist so eine Kette. Ich war ja mal am Hauptbahnhof beim Friseur, ne? Ja, du willst auch gar nicht wissen, was ich alles träume, Wally. Im Moment träume ich auch sehr, sehr viel. Letztens war ich hier im Stream und ich war in irgendeiner Bude mit einer Treppe runter. Da stand die Pflanze, die Zwergpalme, die jetzt bei mir da irgendwie eingammelt, weil sie nicht will, die blöde Kuh. Die stand da auf der Treppe, dann bin ich nach unten gegangen und ich musste euch irgendwie unbedingt meine Kopfstimmlampe im Stream zeigen. Und alle waren da. Was für ein komischer Traum. Wie random. Naja, egal, nochmal zurück zum Friseur. Und zum Glück brauchst du keinen. Nee, ich bin auch froh, dass ich keinen Friseur. Also ich schneide meine Haare selber fix und fertig und dann ist gut. Passierscheine 38. Ja, genau. Asterix und Obelix. Echt? Was sind das für ein Star-Friseur? Willst du ein Bier? Ah, oha, interessanter Friseur. Interessant. Interessant. Ja, auf jeden Fall bin ich zum Hauptbahnhof hin. Da hat mein Hund noch gelebt. Also ist schon. Ich könnte euch, glaube ich, vielleicht. Nee, ich habe kein. Ich glaube, ich habe kein Foto mehr auf dem Handy, sonst hätte ich euch mal ein Foto zeigen können. Da hatte ich mal so eine. Ja, Midlife Crisis würde ich jetzt nicht sagen, aber ich wollte mal was anderes machen. Und ich bin mit meinem Hund zum Hauptbahnhof hin. Den Friseur gibt es jetzt allerdings nicht. Das war Ruf, Ruf oder wie die heißen, diese Kette. Und ich bin dahin, weil es ein Sonntag war. Und auf dem Sonntag hat ja sonst kein Friseur auf. Und ich wusste, am Hauptbahnhof, die haben auf. Und ich hatte, nee, umgedreht. Ich hatte keine Zeit sonst unter der Woche. Ich glaube, da bin ich noch arbeiten gegangen oder so. Und, oh, lange ist her. Und ja, ich habe dann gesagt, ich will kurz bis hier, also wirklich Kinnlänge. Rot haben wir gefärbt und naja, das war es eigentlich schon. Also eigentlich kein mittleres Drama. Ich habe 200 € bezahlt. Aber die haben auch lange an meinen Haaren rumgedoktert. Ne? 2, 3 Stunden war ich locker da. Locker. Und das ist nicht die Färbung gewesen, glaubt mir. Die eine hat erstmal ihre Kollegin geholt, weil sie mit meinen Haaren nicht klarkam. Fand ich auch gut. Die hat wenigstens gesagt, ich komme damit nicht klar, anstatt da irgendwas reinzuschneiden, wo sie von keine Ahnung von hat und das dann hinterher kacke aussieht. Die haben perfekt, haben sie meine Haare geschnitten. Also die haben gute Arbeit geleistet, aber natürlich auch nicht billig, ne? Ist ja klar. Mit Färben und allem 200 € ist Ansage. Aber verständlich, weil die waren locker, also ich war 2, 3 Stunden beim Friseur locker. Und die haben gearbeitet. Also das war wirklich Handwerk. Also die hat ihre Schwierigkeiten immer gehabt. Die hat dann so eine Altgesellin noch mit dazu geholt. Also das war schon nicht schlecht. Aber den Laden gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Jetzt ist Harry Potter da. Irgendwie so.
Da im Hauptbahnhof gibt es ja so einen Harry Potter Laden irgendwie. Glaube ich zumindest, dass es so war. Wie gesagt, schon länger her. Aber es ist so eine Kette halt, ne? Jetzt mittlerweile gehe ich immer zu einem Friseur, wenn ich dann mal gehe, in Altona. Aber das ist auch nicht der beste Friseur. Aber da ist eine, die ist ganz cool. Wenn sie dann mal da ist. Letztes Mal habe ich mir den Nacken rausrasieren lassen. Das war ja kompletter Müll. Und die erzählten mir erstmal von ihren Dachdeckerproblemen zu Hause. Weil ich mir nur gedacht habe, könntest du das nicht mal vernünftig machen, ey? Und nicht kreativ, keine Ahnung davon gehabt. Und von der war ich nicht begeistert. Also ich finde es schwierig, einen guten Friseur zu finden. Ich kenne eine, die ist selbstständig, die macht das wirklich sehr gut, aber die hat leider immer nie Zeit, wenn ich Zeit habe. Von den Öffnungszeiten her. Sonst würde ich zu ihr gehen. Ah. So, wir müssen kneten. Wir haben keine Zeit. Moment. Es kommt drauf an. Also, wenn du hier am Bahnhof bei uns, bei unseren Türken zum Friseur gehen würdest, würdest du auch Bier bekommen wahrscheinlich, weil daneben ist ja ein Kiosk. Wir würden dann einmal kurz rübergehen und das Bier kaufen. Kannst ja machen. Ich glaube, so machen die das bei dir dann auch, dann beim Friseur. Ist ja easy. Hauptsache, du machst den Kunden glücklich und fertig. Wird dann hinterher bezahlt und dann ist gut. Aber ich hasse Bohnenschneiden, das dauert immer so lange. Aber ich habe Bock auf Bohnen. Man könnte natürlich Fertigbohnen aus dem Glas und so. Oder aus der Dose. Aber nee, wir wollten frische. Bin mal gespannt, wie die Kombination mit Dill ist. Kann ich mir gar nicht vorstellen mit Dill. Die sind relativ schnell fertig, die Nudeln. Ich muss kneten, ich muss Nudeln. Was denn jetzt nur? Dauert hier so lange. Glaube, ich mache erstmal die Nudeln raus, weil die werden schneller fertig sein, als das, wenn ich jetzt hier fertig schneide. Da eine halbe Stunde jetzt vergangen ist, mache ich auch erstmal den Teig. Das kann eben kurz warten. Das ist ja nicht, rennt ja nicht weg, ne? Ja, gibt schon eine interessante Story. Sag mal, ist das bei euch heute auch schon wieder so wechselhaft? Wir haben schon wieder Aprilwetter. Gerade ist schön bewölkt, so ein bisschen leicht. Sonne kommt ein bisschen durch. Aber ansonsten ist es schon wieder sehr cringe, dieses Wetter. Heute Morgen war richtig grau, da habe ich gedacht, oh, es fängt an zu regnen. Soll ja kälter werden die Woche wieder. Bei uns zumindest. Bei euch wahrscheinlich wieder nicht. So wie ich es kenne. Der Teig ist natürlich jetzt noch nicht aufgegangen, ist ja klar. Wie, der tut das auch heute nicht. Ich meine, letztes Mal war das Zwiebelbrot ja trotzdem in Ordnung. Ich habe es ja trotzdem gegessen und es hat trotzdem gut geschmeckt. Aber es wäre ja mal schön, wenn auch mal irgendwas mir glückt und nicht immer nur. Ne? Ich habe gesaugt. Aber es ist ja auch so, wenn du etwas sehr lange knetest, dann hat es irgendwie, weiß ich nicht, soll gut sein irgendwie. Ja, ich weiß, ihr freut euch wieder, ja. Ich nicht. Vielleicht kommt Siegfriede dann wieder zurück. Das ist immer gleich so übel aufstößt, ne? Ich verstehe es gar nicht. Ich habe Siegfried nur aus der Gruppe entfernt, weil er sich irgendwie ja nicht meldet. Und er macht irgendwie immer andere Sachen als das, was er sagt. So ein bisschen bipolar, ey. Und das verstehe ich im Moment nicht. Er wollte mit mir telefonieren. Dann sagt er, er hasst telefonieren. Letztes Mal kam er doch aus New York wieder, hat gesagt, er hat einen Jetlag. Er kommt morgen wieder ins Stream. War er nicht da? Also er sagt ständig Sachen, die er nicht macht. Und das finde ich beängstigend. Also, nee, das finde ich immer sehr beängstigend. Und das ist genauso wie Rumpelstilzchen, wenn er sich nicht meldet. Er war ja letztes Mal im Stream, aber er glänzt ja trotzdem ständig an Abwesenheit. Der hat jetzt erstmal keinen Mod-Status mehr. Ist so, er kann ihn ja jederzeit wiederbekommen. Aber dann muss er auch mal da sein. Wozu soll ich einen Mod haben, der nie da ist? Verstehe man nicht, warum die Leute immer gleich so pieselig sind. Na? So richtig gleich so. Oh, da frage ich mich, habt ihr eure Tage oder was? Ist ja kein Problem. Es geht ja immer alles rückgängig. Das heißt ja nicht, dass es für endgültig ist. Oh, die Sonne kommt raus. Wie konnte das denn passieren? Ist ja Wahnsinn.
Ja, das verstehe ich dann immer nicht so. Aber gut. Wer dann eingeschnappt ist, dann ist das für mich kindisches Verhalten. Es gibt keinen Grund zumindest. Dauert noch ein bisschen. Weil der Auflauf, der wird ja nur schnell kurz rein da. Ja. Bin mal gespannt, ob der Teig aufgeht. Ey. Ich habe diesmal nichts falsch gemacht. Ich habe sogar die Temperatur abgemessen. Wehe, wenn. Ich weiß nur nicht, ob da ein Unterschied ist zwischen der Trockenhefe und der frischen Hefe. Ich glaube, eigentlich ist das nur die Zeit. Weil ich glaube, irgendwie bei der frischen Hefe dauert das immer alles ein bisschen länger als bei der Trockenhefe. Ist jetzt nur meine Theorie. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Keine Ahnung. Ja. Und was macht ihr heute Schönes außer zocken? Verständlich zumindest, wenn ihr das tut. Ich kriege immer zu hören, oh du immer am Wochenende zocken. Ich sage ja, ich zocke nicht unter der Woche. Wann soll ich denn sonst zocken? Also, man darf keine Freizeit haben, ne? Ist ja unglaublich. Ich bin froh, dass ich gestern schon alles erledigt habe mit Einkaufen und so. Boah, war der Rucksack schwer, ey. Boah, ich habe da locker 15, 16 Kilo habe ich locker mindestens im Rucksack gehabt. Das war schon nicht wenig, ey. Achsbruch, sage ich immer. Oh, und wir hatten einen Bus, also wir haben ja neue Busfahrer irgendwie auf unserer Linie hier. Schon seit längerem. Warum auch immer die alten alle abhauen. Verstehe ich nicht. Tapetenwechsel vielleicht. Und die sind alle arschig. Ich kam aus der S-Bahn raus. Der Bus ist 2 Minuten früher gefahren, davon mal abgesehen. Ich renne dahin, bin schon auf der mittleren Strecke. Er sieht das, macht die Tür zu und fährt los. Da habe ich gedacht, das ist doch nicht dein Ernst jetzt, ne? 20 Minuten warten. Dann kam der gleiche Busfahrer wieder, weil der fährt ja nur einmal um Pudding. Gleiches Szenario. Er fährt wieder zu früh los. Die Leute laufen von der S-Bahn zu den... Und er macht sogar direkt vor der Nase die Tür zu. Ich war nur nicht in Stimmung zu diskutieren, weil ansonsten hätte ich den angebrüllt normalerweise. Also, was für ein unmögliches Verhalten. Wie kann man nur so ein Arsch sein? Habe ich nur so gedacht, ey. Ich meine, man muss ja nicht warten unbedingt, obwohl der, wie gesagt, eh schon zu früh losgefahren ist. Aber dann die Tür vor den Leuten zuknallen, also das ist schon unmöglich. Und der ist schnell gefahren. Ich weiß nicht, was der, irgendwie war der vielleicht auf Speed oder so, ich habe keine Ahnung. Aber der ist gerast, dass sogar von dem Mädchen das Handy aus der Hand geflogen ist. Also das war schon abenteuerlich. Wann war das? Donnerstag, glaube ich, ne? Ja. So, können wir hier gleich die Bohnen drin machen, weil die brauchen ja auch ein bisschen. Ich koche immer alles vor im Auflauf. Ich habe da keinen Bock drauf, auf so halbfertige Sachen. Deswegen mache ich das so, das ist so Gewohnheit irgendwie. Ab die nächste Runde. Ich meine, ich muss ja nicht die ganzen Nudeln nehmen. Ich glaube, ich werde die auch portionieren und dann mir nochmal eine Dosis übrig lassen. Aber ja, mal gucken. Eine Stunde brauche ich ja eh locker. Oh, die Zeit rennt schon wieder. Ach, wegen dem Hefeteig jetzt meine ich. Da sollte ich keine Bedenken haben. Aber ich glaube, diesmal trage ich Handschuhe, weil ich keinen Bock habe, jedes Mal auf diesen Gestank der Zwiebeln und des Knoblauchs an den Händen. Dekadent mit Handschuhen. Ich weiß nicht, wie andere das machen, aber... mit der Edelstahlseife kriegst du eigentlich deine Hände auch geruchlos. Das ist nicht das Problem, aber nicht die Fingernägel. Und da krallt sich der Geruch auch immer fest. Das ist wirklich, weiß ich nicht. Da muss ich immer an Asterix und Obelix zum Beispiel denken. An den, der immer Fisch gemacht hat. Der hat doch auch gemeckert. Oder war das ein anderer Film? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, bei Asterix und Obelix war das auch so. Da war doch auch immer einer, der Fisch gemacht hat. Und dann gesagt hat, das stinkt. An den Händen. Ach ja,
Es ist immer wieder was los, ne? Es wird zumindest nicht langweilig im Leben. Ich glaube, ich werde irgendwelche Bohnenteile gleich noch auf dem Boden finden. Oh, die sind schön knackig und fresh, die Bohnchen. So, mach Lack, Jessie, weil die müssen gleich in den Kochtopf da. Kann ich gleich mal gucken. Also ich werde anteilig mehr Bohnen machen, weil es ist ja auch ein Bohnenauflauf und nicht irgendwie. Ich habe noch nie einen Bohnenauflauf gemacht. Aber meistens kombiniere ich so den Geschmack vom Bohnen mit Fleisch. Komischerweise. Ich kenne nicht viele Bohnengerichte oder so, wo man da irgendwie mit Bohnen macht. Immer mit Fleisch meistens. Was heißt ich, Bohnen im Speckmantel zum Beispiel. Aber Bohnen mit Lamm oder so. Aber es gibt es nicht mehr. Ach ja, jetzt weiß ich, was ich auch noch sagen wollte. Für euch. Der Montag, wie gesagt, essen. Ja. Ja, genau, richtig. Aber in welchem Film war das denn? Richtig, nein, nein, richtig. Aber in welchem Film war das denn, der immer sich beklagt hat über den Fischgeruch in den Händen? Oh, und sich immer die Hände eingeseift hat. Ich weiß es nicht mehr. Irgendein Film war das. Das vergessen. Naja, auf jeden Fall Montag. Sag ich doch. Hat sie dann, wie gesagt, Nudeln mit Pesto gemacht und so, ultra lecker und so. Aber sie hat dann tatsächlich für mich, weil wir darüber vorher gesprochen hatten, wegen dem Hirtenkäse, sie hat tatsächlich für mich einen veganen Salat gemacht. Mit Hirtenkäse, Rucola. Bisschen Zwiebeln, bisschen Tomatoes. Die Tomatoes habe ich zwar nicht so gefühlt, weil die irgendwie ganz waren und ich mal Probleme hatte, die mit der Gabel aufzupicken. Aber alles gut. Also sie hat exzellent gekocht auf jeden Fall. Das kann man nicht sagen. Ja, das ist zu viel. Eindeutig. Und dann sagte Carsten so, du Mensch. Also der vegane Salat, der schmeckt mir viel, viel besser. Ja, ja. Dann habe ich mal den normalen Hirtensalatkäse da Dings probiert. War ja nur mit Hirtenkäse. Also, der, nee, aber hier, Feta hatte sie da, glaube ich, reingemacht. Und dann habe ich den normalen probiert und ich muss ganz ehrlich sagen, das erste Mal, wo ich sage, nee, hast recht, Carsten, der vegane schmeckt wirklich besser. Weil der war irgendwie milder so vom Geschmack her. Also der war richtig geil. Weiß auch nicht. Das erste Mal, dass ich sage, dass mir das Vegane besser schmeckt als das Normale. Ich habe ja nur ein bisschen probiert. Darf ich ja, ist ja nicht verboten, ne? So. Die Tauberware kommt wieder zum Einsatz. Aber ich habe nichts zum. Ich brauche eine Zange. Ja, das war das erste Mal, dass ich das so unterschrieben habe. Weißt du doch. Die gute alte Zange, du. Muss man eigentlich mal machen, wenn die noch warm sind, sonst kleben die immer zu sehr. Es sei denn, man macht Butter dran oder so. Butter. Die vegane. Siehst du wohl. Soll ja mehr Bohnen sein als Nudeln. Das lassen wir mal ein bisschen kalt werden. Sonst muss der Kühlschrank mehr arbeiten. Da war ich sehr erstaunt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was mich abgefuckt war gestern der Hirtenkäse von Better. 3,50 € oder 3,60 €. Jetzt fermentiert. Und die hatten keinen anderen da. Und das sind nur 150 Gramm, also viel ist es nicht. Ich bin mal gespannt, wie der schmeckt, weil den von Edeka Eigenmarke, den habe ich immer gerne gegessen, muss ich echt sagen. Der schmeckt richtig gut. Also der schmeckt wirklich echt gut. Dann schon mal rein. Oh, ist schon kurz vorm Kochen. So, die Böhnchen da. Jedes Böhnchen gibt ein Böhnchen, ne? So war das. Ach, Handschuhe. Ja, und ich habe eigentlich gedacht, dass der Edeka in der Stadt besser aufgestellt ist als der hier bei mir um die Ecke. Aber nee, demnach war irgendwie nicht so. Die haben irgendwie nur die Hälfte an Auswahl gehabt an veganen Produkten als der bei mir hier um die Ecke.
war ich doch ein bisschen enttäuscht. Aber eigentlich erwartet man das eher umgedreht. Und dann habe ich mal gefragt, ich weiß nicht, habt ihr es schon probiert? Ich weiß ja nicht, ob ihr da geierig drauf seid. Ich wollte mal den Gönnergy probieren. So, und da er jetzt ja angeblich im Edeka auch verfügbar ist, habe ich gedacht, ja, guckst du mal nach. Bei dem Edeka war er nicht. Und da ich da eh stand und Energy mitgenommen habe, und ich kenne den Verkäufer da, der ist eigentlich recht nett. Also so, ne? So kenne ich den, nicht persönlich so. Ich sage zu ihm, Entschuldigung. Ich sage, habt ihr Gönnergy? Und er so, ich kann's nicht mehr hören. Ich bin's leid. Ich sage, ja, ich habe mir das schon fast gedacht. Das ist nur wieder so ein Trendgetränk. Und das steht dann nachher wieder nur rum. Weil er hat gesagt, dass sie wirklich tatsächlich so viele Sachen hatten, auch von Shirin David, der Dirty und so. Er hat gesagt, dass sie viele Sachen hatten, die dann hinterher im Endeffekt nur noch rumstanden. Ich sage, okay, interessant. Ah, die Zwiebeln werde ich diesmal vorher braten, ne? Also, nee. Ja. Ich sage, naja, es ist der größte Influencer. Vielleicht wird das mal diesmal kein Wegwerfprodukt. Ja, und dann hat er mir erklärt, da und da gibt es eventuell noch welche und bla bla bla. Ich sage, ne, so dringend muss ich das jetzt auch nicht trinken. Ich sage, ich habe nur gedacht, ich probiere es mal. Da ich ja E-Energy süchtig im Moment bin. Das ist, und nein, das ist kein Grund, warum ich nicht so viel schlafe, weil unter der Woche trinke ich keinen. So, die Salami ist nämlich nach dem Einfrieren, die wird zu bröckelig. Die brate ich gleich mit den Zwiebeln noch einmal an, wenn wir die Bohnen da fertig haben. Das passt nämlich dann ganz gut im Topf einmal mit der veganen Butter. Nochmal betonen hier, ne? Oh, diese eine vegane Mayo, die ist so lecker. Die esse ich nämlich dann ganz gerne mit einem Baguette, aber die ist schon fast alle, die von Heinz. Die ist echt empfehlenswert, aber allerdings ist also echt ein Pipi, was da drin ist. Also das ist wirklich sehr wenig. Und es kommt immer schlecht raus. Also ich finde das doof. Diese Verpackung ist kacke. Ich würde lieber im Glas kaufen, muss ich ehrlich sagen. Wäre besser eigentlich. So. Obwohl, das war, weiß ich nicht. Nee, eine Packung reicht eigentlich. Die andere werde ich mir mal für morgen aufheben. Weil die kann ich dann nochmal mit den Nudeln kombinieren und braten. Dann auch noch eine kleine Tupperware, ne? Haufen, ey. Kein Bier vor vier übrigens, ne? Bist schon am Trinken? Nee, du kannst ja gar nicht trinken. Du bist auch Bereitschaft. Geht doch gar nicht. Nee, den machen wir morgen. Weil die Salami lässt sich auch gut braten. Das ist die erste Salami, die sogar die Hunde essen. Wie gesagt, also die ist geschmacklich echt eine schöne, rauchige Note. Die ist wirklich sehr gut. Aber die anderen können mich alle mal, die Aufschnitte, die sind alle kacker. Ach so, dann können wir gleich nochmal kneten vielleicht. Ja. Ah, am Mund. Also übrigens, meine Tür ist jetzt in Ordnung, ne? WD-40. Funktioniert. Echt? Das habe ich nicht gehört. Ja. Ach so, ja. Ja, es ist 11.46 Uhr. Steckt immerhin eine 4 drin. Ja, also ich glaube, dass es ein schwieriges Produkt ist trotzdem. Also klar ist der Hype da wegen den Fans. Ja. Aber der muss sich rein theoretisch so wie sowas oder Red Bull oder sowas profilieren. Und das ist dann schwierig, ne? Ah, da ist sie. Nado Baguette, Nado Croissant. Na, das möchte ich mal wissen, was heute bei Urzeig zu essen gibt. Was kocht Mutti denn? Du bist in letzter Zeit schon wieder nur am Trollen und am Fronten. Ich muss ja eigentlich mal zurückfronten und trollen. Und dann macht er wieder einen auf unschuldig. Kennt er doch. Ja. So ist es.
Also irgendwie wird das auch nicht größer. Das mache ich gleich nochmal warm. Also hier ist ja eine gewisse Wärme drin, so ist es nicht. Also mir ist schon ganz gut warm, aber es ist nicht so, dass der Hefeteig dadurch warm wird. Ich bin ja. Du bist der Engel auf zwei Beinen, genau, richtig. Wenn es mal so wäre, ja. Dann habe ich den aber auch wirklich mehrfach geknetet, ne? Wie geht's dir denn, Urzirk? Du kochst immer mit? Eiersuppe? Was ist denn Eiersuppe? Oh, ich wollte noch mal Naomis Pfannkuchensuppe machen. Fällt mir jetzt gerade ein. Oh. Das stimmt, das wollten wir eigentlich auch noch mal machen. Aber was ist denn Eiersuppe? Also ich kenne Senfeier, aber Eiersuppe kenne ich nicht. Ist das Gemüsebrühe mit Eiern oder was? Mit schwarzen Flügeln, ja. Eigentlich kannst du ja ein Lieber sein, wenn du willst. Aber oftmals willst du nicht, du kleines, bockiges Kind. Also irgendwo muss ja ein bisschen Wärme herkommen, ne? Ich habe ja gerade keine Heizung an. Ho, ho, ho. Bin mal gespannt, wann die angehen. Hier ist anscheinend nicht warm genug. Oh, ich weiß schon eigentlich, warum ich irgendwo hier eine Klammer hingepackt habe. Dadam, weil mich die Haare wieder stören. Ist ganz gut, wenn wir die erstmal vorkochen. So, dann machen wir jetzt mal die Zwiebelchen und Knoblauch, ne? Irgendwas wollte ich noch machen und ich habe schon wieder vergessen. Warte mal in den Kühlschrank gucken. Nee, nee. Doch. Aber eigentlich. Also ich könnte den Käse noch reiben, aber ich habe noch fertigen, der weg muss. Für den Auflauf, den gleich. Oha. Den wusste ich. Ich habe Dinge im Kühlschrank, davon weiß ich noch nicht mal was. Der ist ja wie Parmesan. Oh, den muss ich mal nächste Woche machen. 10.9. ist noch haltbar. Der hier. Ne, ist auch noch sehr lange haltbar. Aber den werden wir mal benutzen dann. Gleich für den Auflauf drüber zu streuen. Dafür brauchen wir wieder so ein Verschließding. Zeit. Wir haben Zeit, Digga. Kein Stress, ne? Na, warum habe ich die Handschuhe schon angezogen? Wisst ihr, was richtig abartig eklig ist? Wenn ich die Pilze ernte in meiner Scheißpflanze da draußen und dann keine Handschuhe anhabe. Ich ziehe da immer Handschuhe an, weil die Pilze stinken so intensiv, das ist der Wahnsinn. Ich werde mit dir, ich könnte sogar eine Pilzsuppe machen am Ende der Woche. Das ist, irgendwie ist das weird. Ich weiß nicht, wisst ihr das? Kann man Pilze aus dem Pflanzenkübel essen? Das frage ich mich wirklich. Alert so aus? Nee. Ja? Warte, ich gucke noch. Sorry. Ha, Maul halten. Ja, ich habe immer noch keine Antwort. Was ist denn jetzt Eiersuppe? Ich habe doch die Alerts. Habe ich die nicht an? Warte. Moment. Oh, tatsächlich. Ja, aber ich höre sie hier über meinen Laptop, ne? Also. Nachher mache ich sie sowieso wieder aus, wenn ich an der Konsole sitze, weil dann hört man sie eh nicht. So ist wieder alles an. Nee, das geht auch nicht. Ja, okay, das ist noch in Ordnung. Ja. So, also kann man die Pilze essen oder nicht? Was denkt ihr? Würde es ja riskieren, aber einerseits auch bei meinem Talent im Moment eher nicht so. Nee. Ich weiß nicht, seid ihr Pilzfan? Also ich nicht. Oh, warte mal. Ich weiß nicht, ob das gerade funktioniert, Ozerk. Moment, ich gucke nach. Du sollst hier außerdem nicht rumfurzen, ne? Wir haben noch Benehmen. Moment. So, jetzt müsste das funktionieren. Ich weiß es aber nicht. Ich krieg gleich bestimmt einen Schrecken oder so. Eigentlich wäre das praktisch, wenn die alle jetzt über einen Laptop
Ausgabe laufen, weil wenn ihr mir irgendeine Erinnerung in den Chat reinschickt, dann könnt ihr mich anfurzen, während ich hier stehe und schnimmeln bin. Das klingt komisch. So, was ist denn jetzt Eiersuppe? Muss ich jetzt googeln oder was? Gibt es das überhaupt bei Chefkoch zum Beispiel? Eiersuppe. Ich kenne keine Eiersuppe. Und kann man die Pilze jetzt essen oder nicht? Das sind weiße. Eierflockensuppe. Was ist das? Es gibt Kartoffeleiersuppe, aber das ist hier die normale anscheinend. Weizenmehl, Wasser, Ei, Gemüse. Ah ja, sag ich doch. Also nichts anderes außer Gemüsebrühe mit. Und was machst du für einen Beitrag? Im Stream zuschauen. Also Mutti kocht. Als wenn die das hören würden. Das Einzige, was sie von mir mal eventuell hört, ist, wenn ich in meinem Hängestuhl da sitze und ich mich hin und her bewege, dann knackt das immer oben durch die Ketten. Das hört sie ja. So, schnibbeln. Schnibbel die Schnipp. Das hört sie, aber ansonsten hört sie nichts. Außerdem sind die meistens am Wochenende eh in ihrem Haus. Also ich glaube auch immer noch, ich muss sie echt mal fragen, ob sie jetzt Oktober ausziehen oder nicht. Ich finde das äußerst schade. Was ich sehr kurios fand, wo ich an der Bushaltestelle Donnerstag saß, kam da die Nachbarin, die wohnt aber quasi schräg gegenüber in einem Haus. Ist schon eine ältere Dame, sehr nett. Und die hat nicht absolut in einer Sekunde irgendwie einen Blick auf meinen Garten oder sowas. Und dann sagte sie so, sie sind doch die, die da unten wohnt, ne? Ich sag, ja, okay. Woher weiß sie das? Und der Hund ist da auch immer oft zu Besuch, sehe ich immer. Ich sag, ja, okay. Woher weiß sie diese Dinge, wenn sie da nicht hingucken kann? Ja, die Alten wissen immer Bescheid. Du. Ich sag's dir, schlimmer als die Stasi manchmal. Aber die ist sehr nett. Ist wie Else Klingner. Ja, warum habe ich das früher nicht immer so gemacht mit dem Knoblauch? Einfach draufhauen und dann ist gut. Dann geht die Pelle von alleine ab. Aber diesmal werde ich keine Presse nehmen. Einfach so schnibbeln finde ich da. Galant mit Latexhandschuhen. Ja, die wasche ich dann nachher ab und damit färbe ich mir demnächst dann wieder die Haare. Ja, die Bohnen brauchen lange. Deswegen wollte ich sie vorkochen. So, Würfelchen schneiden. Weil den müssen wir anbraten. Dill müsste ich gekauft haben, ja. Soweit ich das weiß. Ich wollte auch frische Kräuter kaufen. Ich habe es vergessen. Einfach mal. Ja. Ich habe so einiges vergessen. Ich glaube, das kommt drauf an. Gönnergy läuft wahrscheinlich nur in der Stadt, in größeren Cities. Aber ich würde ganz gerne mal wissen, wie der Geschmack ist. So von. Ich bin kein Käsekuchen-Fan, Raspberry Cheesecake. Nicht unbedingt. Aber ich würde ganz gerne mal wissen, auch wie die Umsetzung mit dem Zero ist. Weil ich bin auch nicht für Zero-Getränke. Das ist halt so ein Geschmack, den gibt es sonst nicht und den würde ich ganz gerne mal testen. Klar, Blaubeere, Kokos kennt man von Red Bull schon. So ein bisschen Exotic auch, aber das andere halt nicht. Würde ich schon mal ganz gerne testen. Und vor allem der Preis ist eigentlich auch okay, wenn das Getränk gut ist. 1,50 Euro für 500 Milliliter, ja, why not, ey. Das ist nicht teuer. Wenn ich bedenke, ich habe die Dose 28 jetzt im Angebot gekauft für 99 Cent. Also ich meine, das ist nicht billig. Vor allen Dingen, weil da nur 250 Milliliter drin sind, oder? Ich glaube ja, ne? Oder 0,33. Ne, 250. Das ist teuer. Ja, ja, ja. So, die Tomatoes schneiden wir gleich da mit rein.
Handschuhen ist immer komisch, ey. Vor allem, weil das so schwitzig da drunter ist. Ich hasse das. Ich habe mir auch mal immer eine Wippe gekauft. Ich habe sie wieder verschenkt, ey. Weil ich sie dann doch nicht benutze. Nie. Ach, scheiß drauf. Geht alles beim Braten. Weg. Tomatoes. Ja, genau. Wozu habe ich jetzt eigentlich immer noch das Mehl und den Zucker draußen? Weiß ich auch nicht. Was wollte ich noch machen? Ich hatte auch überlegt wegen Dessert, aber mir ist nichts eingefallen, was ich, worauf ich Bock hätte. Heute dessertmäßig. Nee. Deswegen weiß ich nicht, was ich dessertmäßig machen soll. Ich habe Eis gekauft. War im Angebot. Veganes Eis. Wo ich muss ehrlich sagen, das von Oatly, das Eis, das Salted Caramel, ist wirklich, boah, Alter, das schmeckt so geil. Das schmeckt richtig gut. Was natürlich nicht ganz billig ist, aber andererseits, weißt du was, Häagen-Dazs und keine Ahnung was und Co., die sind auch echt arschteuer geworden mit 6,99 so ein Becher, ey. Ben & Jerry's und so. Schmeckt natürlich gut, aber wow, ist das teuer geworden. Hast du probiert? Ah. Okay. Ja, deswegen würde ich mal ganz gerne wissen, ob es mir halt auch schmeckt. Weil ich bin auch eigentlich kein Käsekuchen-Fan-Dings da. Aber vielleicht schmeckt es mir ja wirklich. Why not? Aber das werde ich nie erfahren, wenn ich keinen bekomme. Wenn, dann teste ich ihn mit euch. Könnte sein, dass nächste Woche, wenn ich da einkaufen gehe, in dem anderen Laden, sollen angeblich noch welche sein. Ich wage das zu bezweifeln, weil ich bisher noch keine gesehen habe, aber ja. Kann ja sein. So, ich mache das so. Die sind eh schon ein bisschen weich. Ich weiß nicht, ob das nicht zu viel ist an Tomatoes. Warte mal. Das ist. Wir nehmen das gute Messer, nicht das Kackmesser, ne? Wir haben ja die Handschuhe an, da ist die Verletzungsgefahr nicht ganz groß. Ah. Warum ist das schon. Warum geht das nicht durch wie Butter? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Nee. Hä? Das ist doch sonst so gut, das Messer. Was ist damit los? Ich schneide mal von der anderen Seite, geht's besser. Das verstehe ich nicht. Ich glaube, das sind viele Tomatoes. Vielleicht mache ich doch nicht alle. Also hast du alle drei Sorten schon probiert an Gönnergy? Oder was? Ja, ich glaube, am Ende ist das wieder so eine Investitionsfrage. Und irgendwer wird sie wieder. Ich meine, die wurden ja eh schon teuer angeboten auf eBay, ne? Was für ein Schwachsinn, ey. Ja, was manche Leute tun, ne? Warum ist das Messer stumpf? Das wundert mich eher jetzt gerade. Das gute Messer, vor allen Dingen. Ich muss mal gleich ein bisschen mischen. Mal gucken, ob das reicht. Ich glaube, das reicht schon. Wenn nicht zu viele Tomatoes sein. Ja, ich würde sagen, das reicht. Das ist eine gesunde Mischung. Ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch die Böhnchen. Dann das andere anbraten. Ich werde das ablöschen mit ein bisschen. Ach so. Mache ich den jetzt schon fertig oder nicht? Oh, den mal wieder auszukriegen ist Kacke. Den hier. Das gute Messer, ne? Weiß gar nicht, warum das so. Also da würde ich mich auch nicht trauen, das zu schleifen auf dem Schleifstein. Da hätte ich Angst, dass ich das irgendwie kaputt mache oder so. Weil das so fein ist. Wisst ihr? Ich meine, okay, mein Schleifstein ist auch fein, aber nee, ich hätte trotzdem Angst. So, mal gucken, wie die Konsistenz ist hier.
Also den habe ich, wie gesagt, noch nicht ausprobiert. Er riecht auf jeden Fall sehr intensiv und er ist bröcklich. Können wir das Messer wieder nehmen? Oh, okay. Fester als der andere auf jeden Fall. Der andere ist nicht so fest von der Konsistenz. Das riecht intensiver vom Geschmack her. So, natürlich müssen wir probieren. Okay, ich finde aber den anderen trotzdem besser. Den von Edeka. Der schmeckt, der Hirtenkäse. Kommt auch echt ziemlich nahe dem echten. Ja, schmeckt wirklich sehr Hirtenkäsemäßig. Aber ich finde den anderen trotzdem besser. Der hat so eine geile milde Note. Ich weiß nicht warum, aber diese milde Note ist wirklich angenehm. Ja. Oh ja, der kommt gut im Nachgeschmack vor allen Dingen. Der ist echt gut. Naja, 3,60 €, ne? Also, das ist Deluxe-Essen hier, ey. Ist ja Wahnsinn. Mann! Das ist immer das Problem. Man kriegt die immer nicht wieder ausgezogen. Aber warum sollte man die jetzt sofort wegschmeißen? Macht ja auch keinen Sinn. So können wir gleich noch mal ein bisschen kneten wieder, ne? Würde ich mal sagen. Nicht nass. Ja, und die benutze ich dann jetzt mal zum Färben. Wo ich letztens schon so die Schnauze voll gekämpft habe, dass ich gedacht habe, boah, ich habe jetzt die Haare braun. Jetzt bin ich froh, dass ich es doch wieder nicht gemacht habe. Manchmal ist es so, ich habe so keinen Bock aufs Färben, dass ich immer denke, ich habe ja eine Packung bei mir im Schrank stehen, die wirklich meiner Naturhaarfarbe gleicht. Also ich brauche da einmal nur rübergehen, dann ist vorbei. Dann habe ich dem ein Ende gesetzt. Aber das will ich auch irgendwie nicht. Weiß ich auch nicht. Bleib bei Lina. So, fertig mit Snibbeln. Ja. Kneten. Nee, falsch rum. Eiersuppe, ey. Was man alles Gerichte machen kann, ne? Vor allem so easy. Man, da gehören ja nicht gerade wirklich viel Komponenten hinzu, ne? Eier und Gemüsebrühe da. Fertig. Uhrzeig. Einer war ausverkauft. Welcher denn? Jetzt wird mir auch schon wieder richtig warm hier. Ja, ich kann nicht mit offenen Haaren in der Küche irgendwie nicht. Nee, da kriege ich jedes Mal Krise. Ich bin halt nun mal nicht der offenen Haarträger-Typ. Eindeutig nein. Ach, der Orangene? Ach, kneten. Da war ja was. Kneten für die. Ich habe das Gefühl, also der wird schon wieder nicht, der wird nicht groß, der Teig, ne? Oh. Und der ist jetzt schon eine Stunde. Ja, Exotik. Exotik, ne? Ich werde nochmal gucken nächste Woche, wenn ich wieder einkaufen gehe. Ich fahre nächste Woche auch sowieso nach Hamburg zum Impfen. Ah ja, es geht nicht. Ich habe Lotte mit dabei. Nee. Siehst du, es ist immer, wenn du die Köter mit dabei hast, kannst du nichts machen, doch. Das ist wirklich so. Ah, der hat aber eine schöne Konsistenz, der Teig, muss man ganz ehrlich sagen. Auch wenn er noch nicht großartig aufgegangen ist. Gut anfühlen tut er sich. Aber ich werde ja trotzdem nächste Woche einkaufen und dann gehe ich mal gucken. Ja, ich muss das Impfthema jetzt endlich mal abschließen. Das wird auch mal Zeit. Was ich krass finde, ich lasse ja eigentlich regelmäßig mein Blut kontrollieren. Zumindest so alle halbe Jahre. Wegen auch nicht mangels Unterernährung der Vitamine und so weiter und so fort. Das kann man ja alles nachgucken. Und der Corona-Impfschutz ist immer noch da. Also ich finde das,
Ich finde das ganz schön penetrant, wie lange der hält, ne? Dafür, dass er angeblich nicht lange hält. Oh, das ist schon wieder kalt. Der Teig friert. Das Ding ist, hätten wir jetzt Winter, wären die Heizungsrohre an, dann könnte ich das im Flur stellen. Aber ist ja nicht so der Fall. Mir ist es nicht warm auf dem Tisch. Und die Sonne ist jetzt auch nicht so krass, dass ich es nach draußen stellen kann. Nee, so warm ist dann doch nicht. Die brauchen aber extremst lange, ne? Dill. Dillmill. Da, habe ich noch nicht mal aufgemacht, ja? Dann werde ich das noch mal ein bisschen los. Auch der größte Müll, den ich gekauft habe, werde ich nie wieder machen. Gewürze im Internet, ey. Bei Amazon in Massen und Mengen. Das war ein Fehler. Weil das schmeckt überhaupt nicht nach Petersilie. Obwohl das Petersilie sein soll. So. Ja, komisch, ne? Komisch, komisch. Kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Ich bin schon voll hier. Aber dass der eine Käse so ist, das hätte ich nicht gedacht. Das ist ja geil. Weil ich mag natürlich von der Konsistenz lieber so Parmesanartigen, ne? Wenn er dann auch nur so schmeckt, das wäre so auch geil, ne? Aber ist ja meistens nicht so. Gibt ja nicht. Na doch, vegan Parmesan? Doch, ich glaube schon, aber der ist mega teuer. Irgendwie so. Ja, Energy. Aber dass dir das schmeckt, Urzeug, war klar, als kleiner Fanboy. So wie ich dich kenne. Insgeheim vergötterst du sie doch alle, die Streamer. Mich eingeschlossen natürlich. Weil du im realen Leben ja Angst vor mir hast. Kann ich verstehen, ja. Ich glaube, das wird lecker heute. Vielleicht habe ich ja mal Glück. Naja, warum eigentlich auch nicht? Ich überlege nur die ganze Zeit, ob ich noch irgendwas Dessertartiges machen könnte. Außer jetzt ein Pudding und so. Also die letzte Woche hatte ich so einen Janker immer wieder auf Eis. Ich werde mal dieses vegane Eis von V-Happy, das gibt es ja irgendwie noch, Brownie Fusion oder sowas, werde ich mal testen. Das habe ich nämlich noch nicht probiert. Aber von diesem Cremissimo, Banana, Erdnuss, da hatte ich mich so drauf gefreut, weil ich finde Bananeneis echt lecker. Das hat so scheiße geschmeckt, so nach Brot. Also von Konsistenz jetzt her. Das war so richtig kacke. Dann noch das Haselnusskrokant da mit drin. Mag ich so ganz gerne, aber nicht mit im Eis. Nee, das hat überhaupt nicht geschmeckt. Also, das war echt Gülle, das Eis. Aber wie gesagt, das von Oatly, das ist mega geil. Salted Caramel. Oh, Alter, da könnte ich drin schwimmen, ne? Das ist immer kacke, man hat nicht so viel Platz in der Tiefkühltruhe. Da sind jetzt nur noch die wichtigsten Sachen wie Brokkoli, Spinat und Eis drin. Ja, nützt ja nichts, ne? Ja, nur mal gucken, was das Gamen heute sagt. Ich bin gespannt. Lasst euch überraschen. Ich werde heute... Es ist eigentlich kein neues Game, aber es ärgert mich, dass das andere nicht funktioniert. Deswegen teste ich das neue jetzt an. Mal gucken, wie es dann läuft. Eigentlich hatte ich auch überlegt, Disney zu spielen. Aber irgendwie wird das nicht so gefeiert. Und ich müsste da mehr Zeit haben, investieren und so erstmal wieder reinkommen. Und da weiß ich noch nicht, bin ich noch nicht, obwohl ich mich erst auf Dreamlight Valley so gefreut habe. Aber irgendwie wird das nicht so gefeiert. Ich habe keine Ahnung. Und ich bin da jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich muss das unbedingt zocken. Ich bin nicht im Modus. Genau, so wollte ich sagen. Ja. Wir haben immer noch nicht die Frage geklärt, ob ich Pilze essen kann. Ich habe gerade keinen drin, sonst hätte ich euch mal einen gezeigt. Glaube ich zumindest. Ich kann mal gucken, ne? Aber. Nee, ich glaube nicht. Letztens geerntet. Weil die wachsen immer am Stamm von der Palme. Also richtig komisch. Nee, ist gerade kein Pilz da.
Das ist ekelhaft, ey. Nee, ich bin kein Pilzfan, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also es gibt viele Pilzsorten, die habe ich, glaube ich, noch nicht gegessen. Sage ich mal, die ich nicht kenne. Aber so die normalen Champignons, wie gesagt, das ist schon nicht meins. Nee, absolut nicht. Ich kriege übrigens demnächst meinen Sirupvorrat. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aus Frankreich. Da gibt es übrigens auch Sirupsorten, habe ich gesehen beim Edeka. Aber wenn ich die aus Frankreich kriege, was ist denn das jetzt eigentlich nun? Ich weiß es immer noch nicht. Dann da kriege ich richtig viele Sorten. Das wird geil. Ich weiß noch nicht, was ich mit dieser Flasche machen soll, weil die Dichtung kacke ist. Willst du nicht essen? Nein, eigentlich nicht, ne? Ich glaube, bei Pilzen gibt es irgendwie so eine goldene Regel, wenn die unten, also wenn die glatt oben bei Oberfläche ist und unten so, ich habe keine Ahnung, von Pilzen kenne ich mich nicht aus. Ja, ich kenne da auch, glaube ich, niemanden. Wüsste ich jetzt nicht. Ich kenne niemanden, der wirklich gerne Pilze isst, glaube ich. Ist mir noch nicht aufgefallen, ne? Sind die zu. Ach, die sind. Ne, was ist denn das hier? Es war ganz niedlich, aber wer klebt sich das denn drauf? Hier sind so eine Klebedinger mit dabei und dann kannst du das irgendwo dran backen. Und wahrscheinlich nie wieder abmachen. Was für Müll. Ich wette das, wenn ich das. Ich kann ja mal einen auf die Handyhülle kleben. Ich wette, das fällt sowieso ab. Da brauche ich eigentlich nicht am Fetten, weil die ist so geil, die Handyhülle. Da sieht man kein Fingerabdruck, nichts drauf. Also die ist wirklich geil. Mattierend. Ich hasse das ja noch immer, wenn du auf Handyhüllen überall das Rumgebacke da drauf hast oder auf dem Display. Sieht schon nicht geil aus. Aber ich verstehe auch diese Geräte nicht, wie man da ehrlich gesagt da. Das kann doch nicht lange halten, ey. Erzähl mir doch nichts. Wie man diese Geräte da extra kauft und das da reinmacht. Nee, das verstehe ich nicht. Das ist doch in 2 Sekunden hast du wieder Fingerabdrücke drauf. Also für mich macht das gar keinen Sinn. Oh, in den Hefeteig rein. Fühlt sich so an wie so kleine Marzipan-Dinger. Kennt ihr das, wenn vom Kuchen, wenn da so kleine Marzipan-Figuren drauf sind? So fühlt sich das an. Von der Konsistenz. Alter, was ist denn mit den Bohnen los, ey? Wie lange brauchen die denn? Danach machen wir dann auf jeden Fall das Baguette. Baguette. Ach, hör auf mit der Palme. Ach so, ja, nee, das ist eine chinesische Hanfpalme. Nee, ich glaube, das liegt auch. Ich glaube, ich habe da ein bisschen von der Erde von draußen mit drin. Irgendwie leider. Irgendwas ist da reingeraten, was nicht reingehört. Deswegen glaube ich, kommen die Pilze immer wieder. Ich muss das eigentlich abtöten. Ja, die andere Palme ist im Garten ist ja nicht wiedergekommen, ne? Die kann es knicken, ey. Die hat mich so geärgert. Die kann mich mal. Ja, ich komme dann in Discord, wenn ich fertig bin hier, ne? Wenn es okay ist. Ich werde es ja sehen. Ja, wo habe ich eine Mücke im Schlafzimmer? Ich bin ja eigentlich. Ich bin schon am Überlegen. Ich weiß nicht, ob ihr das empfehlen würdet oder nicht. Aber überall ist es ja so, in den Tropen, dass die meisten Leute Angst haben immer vor den Mücken. Und ich bin echt am Überlegen. Ich habe noch Mückenlotion. Die ist ganz gut, weil vom Mückenspray halte ich immer nicht so viel. Weil du dann meistens immer irgendwie eine Stelle nicht triffst und genau da stechen sie dann ja. Und die Lotion, die kannst du gut über den Körper verteilen und die, ja, damit triffst du wenigstens alle Stellen so ungefähr. Ich bin echt am Überlegen, ob ich ein Mückending mitnehme. Weil das versauert auch in meinem Schrank. Das wird ja nie benutzt.
ich bin nicht so anfällig normalerweise für Mücken. Aber wenn ich eine im Schlafzimmer habe, die geht mir dann auf den Pisser. Ja, das ist wirklich so. Diese eine macht dann Stress mit mir in der Nacht. Urzerk, was machst du eigentlich? Wann spielst du mal Planet Zoo? Was zockst du eigentlich überhaupt im Moment? Bei dir weiß ich jedes Mal nicht. Ich vergesse es auch jedes Mal, was du zockst. Keine Ahnung. Warum ist mein Mikrofon heute eigentlich so leise? In einer halben Stunde muss ich sowieso mein Mikrofon wieder wechseln, weil dann der Akku wahrscheinlich wieder alles. Ne, wozu? Was habe ich denn davon? Ich habe kein Geld ausnehmen. Muss sparen. Für Urlaub, ne? Ich habe vielleicht eventuell wirklich die A-Karte. Also ich habe jetzt ausgerechnet, wenn... Ich habe ja nur Frühstück mit drin. Und ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie herausfinde, wie die Preise so sind. Weil du zahlst da in Rupien auf den Seychellen. Wusste ich auch nicht. Wenn da das Essen teuer ist, dann habe ich wirklich die A-Karte. Ich habe jetzt mal ausgerechnet, wenn ich 20 Euro am Tag mit für mich einkalkuliere. Weil ich muss ja... Also ich werde bestimmt safe zweimal essen. Das weiß ich jetzt schon. Das sind es nur 240 Euro. Nur in Anführungsstrichen. Aber die musst du dann ja auch mitnehmen. Und ich weiß nicht, ob ich mit 20 Euro am Tag klarkomme. Kann auch sein, dass das mega günstig da ist. Was weiß ich, so ein Menü da essen. Wird ja eh schwierig wegen vegan. Dass du da nur einen Zehner zahlst oder sowas. Ja, aber ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. Und ich kenne auch niemanden, der da irgendwie Vorerfahrung gesammelt hat. Ich meine, bei Rupien denkt man ja eigentlich, in Indien, glaube ich, war das Indien, ne, mit Rupien. Aber das hat da irgendwie einen anderen Nennwert, weil ein Euro sind, glaube ich, 20 Rupien, irgendwie so. Oder 15. Oh, das wird sowieso wieder nervig mit dem Umrechnen und oh. Aber man soll auch da Geld wechseln und nicht hier. Ja, gibt es einige Sachen, die muss man echt vorher in Erfahrung bringen. Ne? Aber das wird ein Ritt. Die Bekannte, ich werde meine Kamera ja mitnehmen, die werdet ihr dann ja eventuell, je nachdem, ob sie gefilmt werden will oder nicht, kann sein, dass sie Nein sagt. Ich denke wohl auch eher, dass sie Nein sagt, weil sie im öffentlichen Dienst arbeitet. Sie hat gesagt, sie weiß schon wieder besser Bescheid als ich, weil sie ja das gleiche Hotel genommen hat. Sie fliegt nur einen Tag früher als ich und bleibt länger als ich. Also sie hat gesagt, Jessica, wir müssen dann, wenn wir da am Flughafen sind, erstmal noch mit Bus fahren und dann noch mal eine Stunde im Speedboot auf die Insel. Hier ist es Maria. Dann bist du ja 15 Stunden locker unterwegs. Alter, das wird ein Höllenritt, ne? Und sie hat schon gesagt, ja, wenn ich fliege, weil sie hat irgendwie... fliegt irgendwie anders über die Schweiz. Ich fliege ja über die Türkei irgendwie und habe dann nach 5 Stunden oder so einen Stop. Ich weiß nicht, bei ihr ist, glaube ich, auch ein Stop. Und sie will sich so eine, keine Ahnung, Dormico, was weiß ich was, Schlaftablette da reinknallen. Ich sage, an deiner Stelle würde ich das nicht machen. Nachher stehst du gar nicht mehr auf. Und was dann? Es gibt ja Leute, die fliegen nach Thailand zum Beispiel. Da kannte ich mal eine, die hat sich wirklich eine halbe Schlaftablette da reingeknallt und hat wirklich 12, 13 Stunden durchgepennt, ne? Ich weiß nicht, ich kann Fliegen nicht ab. Also ich bin jedes Mal danach völlig im Arsch, egal ob ich nur eine Stunde fliege oder nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber ich kann auch nicht pennen im Flugzeug. Nee, geht irgendwie nicht. Ich habe jetzt mal so ein Nackending da gekauft und ich hoffe, dass ich dann ein bisschen so schlafen kann. Aber ich glaube eher nicht. Aber das wird geisteskrank, 13, 14 Stunden, ey. Das, ich meine, auf dem Hinweg freust du dich, aber auf dem Rückweg freust du dich irgendwie nicht, dass du dann wieder zurückfliegen musst, ne. Und ich bin mal gespannt, ob ich dann nächstes Jahr ein Nur-Hinflug-Ticket buche oder nicht. Mal gucken. Ich meine, die müssen doch mal langsam... Was ist mit diesem Bohnen los? Warum brauchen die so extremst lange? Schon locker mehr als 20 Minuten, oder was? Ich weiß, dass frische Bohnen länger brauchen, das ist klar, aber
So lang? Ich meine, die sind immer noch sehr fest. Probier mal eine. Ich verbrenne mir gleich die Kusch. Ich weiß es jetzt schon. Nee. Mama, kann man rausholen. Ja, doch in Ordnung. Ich habe erwartet, dass die so rumlabbern, die Bohnen. Aber nee. Muss vielleicht auch nicht, ne? So. Dann können wir da jetzt als nächstes gleich den nächsten Gang machen. Na, dann können wir das auch loswerden. Genau. Schön, die Butter. Die vegane. Den ich nie wieder kaufen werde. Und da kannst du genauso Makrine nehmen. Müll ist das. Das können wir nochmal benutzen, ne? So. Mit O. Den Hirtenkäse müssen wir auch vielleicht da nicht reinmachen. Ne? Oh, vorsichtig. Oh. So. Oh ja, aber es ist gut viel, ne? Jessi. Okay. Dann haben wir das. Oh, hier riecht auch nach Knoblauch drin, ey. Wahnsinn. Es stinkt. Zeit, die wieder anzumachen. Ich würde sagen, den Dill mache ich so rein. Er mal vielleicht mal ein bisschen umrühren, ne? Ja, mal was. Ein bisschen anschwitzen hier. Die können auch gleich noch mit rein. Cheese Salami. Und dann wieder anmachen natürlich, ne? Logisch. Logisch! Oh, scheiße. So. Es ist wie gesagt Müll. Ich bin froh, wenn das aufgebraucht ist. So. Oh. Boah, Alter, die Hose ist auch echt manchmal zu lang. Ne? Ein bisschen Dill. So viel wollen wir da ja nicht drin haben. Ich mag Dill ganz gerne, aber da ich auch kein Fischen. Also ich kenne Dill immer so in Kombination mit. Nee, noch nicht so hochziehen, ne? In Kombination mit Fisch. Aber da ich keinen Fisch mehr esse, ja, das ist auch übrig, ne? Da kenne ich auch wiederum nicht genug Rezepte, wo ich sage, das kann man mal mit Dill essen. Nee, fällt mir auch nichts ein. Oh, das wird voll, ey. Das wird voll. Aber ich sehe da keine zweite Auflaufform, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dafür finde ich, ist das wieder zu wenig. Das rühren wir gleich ein bisschen um. Ja, Tisane. Tisane. Nicht Kokos, Sahne. Cooking. Ich glaube, ich habe auch keine mehr danach. Doch, da hinten sehe ich noch ein Paket. Cooking. Hafer. Was nehmen wir denn? Das ist nicht scheiße. Ah, jetzt weiß ich, was ich kaufen wollte. Semmelbrösel. Warte, was ist 23. Jo, das hält länger. Das hält ja Gott sei Dank sehr lang. Oh, mein Einkaufszettel. Ich habe es schon wieder vergessen. Semmelbrösel. Oh, ich kann diese Hose nicht so hoch tragen. Ey, das ist ja wie... Kennt ihr noch Steve Urkel? Ich kann das ja gerade untenrum nicht... Oh, ist ja widerlich. Ich kann das ja nicht umkrempeln. Kennt ihr noch Steve Urkel? Damit lösche ich das gleich ab. Steve Urkel, ey. Ja, das war ja 90er und so. Aber erst mal ein bisschen braten. Überleg, wie ich das jetzt umrühre hier. Nee. Nee. Besser ist mit den Händen, wenn es nicht zu heiß ist. Es geht. Geht natürlich gleich nicht mehr, ne? Die Heißbrühe da drum drauf machen. Was noch ein bisschen fehlt, ist Salz vielleicht. Ja.
Mache ich gleich so ein bisschen oben drauf. Ja, viel Flüssigkeit brauchen wir da jetzt nicht drin. Nee. Ja, so sollte das gehen. Aha. So, und dann können wir nämlich danach, dann würde ich den Baguette-Teig machen. Kann man eigentlich da das Blech dann schon mal rausholen. Also ich werde, wie gesagt, unten dann ein bisschen Wasser reinpacken. Macht man ja immer halt so, wenn man ein bisschen Wasserdampf erzeugen möchte. Für die frische Konsistenz. Ja, nee, ich mache das anders. Da habe ich Baguette drauf gemacht. Sieht ein bisschen schäbig aus. Das mache ich mal raus. Ja. Sieht auch ganz gut aus, ja. Ist in Ordnung. Ich will mir nicht Sorgen machen, ne? ja, dann wasche ich das mal eben noch mal kurz ab. Ich habe aber noch in meiner Schublade eigentlich noch. Oder ich wische es eben kurz ab. Da war nur Kräuterbaguette drauf. Wie gesagt, ich finde dieses benutzbare, immer wieder verwendbare Backpapier echt ganz gut, aber es bringt natürlich nichts, wenn du ständig immer abwaschen musst, eigentlich wegen dem Wasserverbrauch. Das ist ökologisch dann wieder nicht so gut mitgedacht. Dann ist die Frage, was ist besser, Backpapier benutzen oder Wasserverbrauch? So. Steve Urkel. Ja, Semmelbrösel. Heißt das nicht Semmelbrösel? Das heißt doch Semmelbrösel, oder nicht? Was ist denn jetzt an Semmelbrösel? Hä? Da machen wir gleich drauf. My Veggie Gouda. Mal umrühren, hin und wieder noch. Ich erreiche natürlich keine knackige Konsistenz jetzt. Ist aber nicht so schlimm. Aber ja, ich weiß auch nicht. Ich bin da irgendwie mal auf die Idee gekommen, einfach die Salami zu braten. Ich habe das so als Art Carbonara versucht mit den Nudeln und das hat echt gut funktioniert. Weiß auch nicht, warum. So. Das sieht doch geil aus. Ein bisschen runter machen da. Und dann geht's los. Steve Urkel. Seht ihr das? Ich dachte immer, man sieht das nicht. Da. Ich weiß auch nicht, wie andere Leute das machen, aber das habe ich immer noch vom Spritzen. Und das geht auch nicht weg. Es ist total scheiße. Ich weiß nicht warum, aber ich habe so Eindellungen auch am Hintern und auf den Knien, immer da, wo ich mich gespritzt habe. Und das geht nicht wieder weg. Ich habe keine Ahnung. Es ist so nervig. Es sieht so kacke aus. Oh, naja, Uzi, du bist ein bisschen jünger. Also es hätte sein können, dass du Steve Urkel nicht kennst. Ne? Ich meine, das ist eine Sendung Prinz von Bel Air. Das war ja alles in den 90ern. Ne? War ja nicht gerade gestern die Serie. So, das reicht. So, schöne Creme. Das wird natürlich schwierig, das jetzt ein bisschen da irgendwie runterzuheben. Habe ich überhaupt schon mal den Backofen angemacht? Nö, natürlich nicht. Wir haben jetzt. Nein, haben wir nicht. Wir müssen zocken. Wochenende ist kurz. Schautet aber auch so gleich rein. Reintüte braucht der Auflauf jetzt nicht Ewigkeiten, weil es ist alles schon vorher gemacht. Ein bisschen zerlaufen. Käse und dann ist gut. Wenn man das jetzt nicht so wollte, dann hätte man wesentlich mehr Flüssigkeit mit reinpacken können. Wegen dem Bohnen halt, ne? Überleg mal, wie lange die Bohnen gebraucht haben. Also, das wäre doof dann. Natürlich, alles daneben, genau. Macht Sinn. My Veggie. Ich finde die Eigenmarken ganz gut. Das kommt dem immer sehr nahe.
Ich weiß, ich bin mal gespannt, ob ich irgendwann mal an dem Punkt bin, wo mir die Veggie-Sachen oder die veganen, Veggie ist ja wieder was anderes, wo mir das so gut schmeckt, dass ich das andere nicht mehr essen würde. Ich meine, ich esse es ja eh nicht, aber wo der Geschmack dann, also du erinnerst dich ja trotzdem immer noch an den Geschmack und es ist ja immer noch da. Wisst ihr, wie ich meine? Habe ich das jetzt gerade scheiße erklärt, ne? Ja, habe ich. Merk's selber. So wie mit dem veganen Salat, mit dem Hirtenkäse, sodass mir der besser schmeckt als der normale. Ob das mal irgendwann passieren wird, ich weiß es nicht, ganz ehrlich, weil ich kann mich, da das jetzt schon sehr lange her ist, oder was heißt, naja, sehr lange würde ich jetzt nicht sagen, aber wo ich mal so richtig Käse mit Nudeln gegessen habe, so Gouda, ich stehe ja auf die, wenn dann diesen Billigkäse, ist es ja nicht so, dass ich auf den teuren stehe, oder Gorgonzola, auch nice. Aber ich kann mich gerade aktuell auch noch nicht mal an den Geschmack mehr erinnern. Es ist wirklich so. Wenn du irgendwann mal eine Zeit lang davon weg bist, also dann ist es wirklich, glaube ich, irgendwann bist du losgelöst davon. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann muss ich ja dann richtig flashen, wenn du es dann mal wieder isst. Wie so ein Drogentrip, ey. Käse. Oh. Es gibt ein Restaurant in Hamburg, ich nenne jetzt mal keinen Namen, aber das macht exzellente Steaks. Und ich glaube, wenn ich da noch mal essen würde, dann würde ich sündigen, Tatsache. Weil ich würde jetzt nicht, sage ich mal, ich habe ja seit Anfang des Jahres kein Fleisch mehr gegessen. Ich würde jetzt nicht für ein Billigdöner oder irgendwie irgendwas anderes Billiges würde ich jetzt nicht mein Fleisch nicht essen brechen. Nee, das würde ich nicht dafür aufgeben. Aber für ein 100-Euro-Steak schon. Hallo Rumpelstilzchen, na, hast du es gemerkt? Jetzt sei mir nicht. Ich habe deinen Mod-Status weggemacht, weil du nie da bist. Wenn du ihn wiederhaben möchtest, ist auch in Ordnung, dann reden wir drüber. Nicht, dass du jetzt auch angepisst bist. Mein Gott, weil alle ja so empfindlich sind im Moment. Ich sag's direkt. Steakhouse, ja. Ich wollte es nur gesagt haben. Ja, aber ich würde jetzt dann nicht extra hinfahren und eins essen. Aber das 100-Euro-Steak, da werde ich mich bis heute noch dran erinnern. Dass ich nicht bezahlt habe, Gott sei Dank. Aber das war es wert. Das war es wirklich wert. Ich weiß auch nicht, ob das dieses Wagyu-Rind war oder keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber ja. Nee. Ich würd halt nicht jetzt für irgendwie Hack oder keine Ahnung, irgendwas würde ich dann mein Fleisch nicht essen brechen oder so. Das würde ich nicht machen, ne? Man muss ja auch immer noch bedenken, es stirbt ein Tier dafür. Also. Nee, muss nicht sein. Nee. Läuft trotzdem noch im Fernsehen. Ach so, das meinst du damit? Aha. Wie geht's dir, Rumpelstilzchen? Geht's dir wieder ein bisschen besser? Ihr habt gesehen, du hast bei Mission Erde eingekauft. Ja, cool. Immer den ganzen Shop leer gekauft. Das läuft trotzdem noch im Fernsehen, echt? Wie heißt denn die Serie überhaupt? Ich weiß nur, wie er heißt, Steve Urkel, aber ich weiß gerade nicht. Ich überlege die ganze Zeit, wie die Serie heißt. Alle unter einem Dach? Oder wie heißt das nochmal? Boah, ich komme nicht auf den Namen, ne? Wie heißt das nochmal? Alle unter einem Dach? Ich weiß es nicht. Nee, ich komme da nicht drauf. Ist ja eigentlich scheißegal, welche Seite. So. Wie immer ist der Teig nicht aufgegangen. Ich hasse Hefeteig, ne? Ist egal, solange es gut schmeckt, ist mir das wurscht. Wurst ist mir das. Und dann bin ich mal gespannt, ob es schmeckt. Hier machen wir dann ja, wie gesagt, Wasser rein. Egal, muss ja nicht so viel. Es geht ja nur um den Wasserdampf.
So, Baguette Suzette. Aber also wie gesagt, der Teig hat eine schöne Konsistenz, ne? Also schön klebt nicht, der ist schön, ja, wie Knetmasse. Ich glaube, ich mache zwei Baguettes. Oh, und der riecht schön nach Hefeteig. Ja. Ihr seid alle ganz schön schreibfaul. Okay, auch einen glatten Teig hin. Und dann müssen wir da ja Rillen reinschneiden, ne? Wie so ein echtes Baguette. Ob das dann auch funktioniert, weiß ich natürlich nicht. Aber der ist echt geil, der Teig. Also das kann nur gut schmecken. Also wirklich, der ist wirklich astrein, der Teig. Obwohl der, wie gesagt, nicht so aufgegangen ist. Obwohl wir wirklich auf die Temperatur geachtet haben. Ich verstehe es nicht. Hefeteig hasst mich. Ja, es hasst mich. Hefeteig. Alle hassen mich im Moment. Es ist, wie es ist. Ah. Ja, so. Natürlich nicht so platt, ne? Sollte ein bisschen runder sein. Obwohl, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die so ein Baguette in den Ofen schieben. Ob das eher so eine platte Form ist, so eine ovale oder tatsächlich runde. Eigentlich müsste es rund sein. Aber ich müsste irgendwie das hinkriegen, dass es auch so gleichmäßig ist. Wäre schon zumindest schön. Weil ich glaube nicht, dass es jetzt in alle Ecken, alle Richtungen sich ausbreitet. Das kann ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen. Ein Würstchen. Wir machen ein Würstchen. Das muss ja dann auch gleichmäßig backen, ne? Stumpfen. Hey. Das ist ein bisschen zu viel, glaube ich. Ein bisschen dünner. Man muss ja davon ausgehen, dass es noch ein bisschen aufgeht, ne? Seid ihr alle noch da oder seid ihr eingeschlafen? Das gibt's doch nicht. Was ist hier los heute? Ihr könnt mich nicht dazu überreden, wieder sonntags zu streamen. Nee. Das wird nicht passieren. Ich bin Sonntag gerne mal für mich. Man muss sagen, das passiert ja selten in letzter Zeit, dass ich mal für mich bin. Insofern, der Sonntag bleibt meiner. So, sieht doch perfekt aus, oder? Die Wurst. Und dann machen wir da Baguette-like. Yes. Geil aus. Bin ich zufrieden mit. Also der ist wirklich unheimlich geschmeidig, ja. Können das auch mal so machen, ne? Das Baguette. Baguette Suzette. Eigentlich ist es auch so bei den Franzosen, die haben dann ja auch noch mal ein bisschen Mehl obendrauf. Aber nee, das möchte ich nicht. Könnt noch ein bisschen Sesam oben drauf machen, aber das will ich auch nicht. Ne? Nein, ich will das so lassen. Aber da muss man ja unheimlich kleben, genau, kneten, wenn man diesen Durchschlag machen würde jetzt, ne, so extrem. Das ist echt krass. Aber ich weiß nicht, wie oft sie das bei den Croissants machen, aber da weiß ich auf jeden Fall, sie machen es oft. Ein vernünftiger, schöner Blätterteig. Guck mal, so ist doch toll. Ja. Ich bin mal gespannt, ob das was wird. Yes. Mal gucken. Mit dem Wasser da drin. Die Musik fehlt. Ja, seitdem sich die Gesetze hier so geändert haben bei Twitch, mache ich das nicht mehr. Ich weiß. Sag mal, ich habe doch oft 200, ne? Ja. Ja, okay. Das sieht aber gut aus da drin. Ich sabbel doch schon die ganze Zeit. Was soll ich denn noch machen? Achso. Ich laber nur Müll. Dann schreib doch mal was. Dann schreib du mal keinen Müll, Urzerk.
Nervensäge, du. Ich rede gleich gar nicht mehr. Wenn ich gar nicht rede, ist auch nicht richtig. Wenn ich rede, ist nicht richtig. Wenn ich gar nicht rede, ist auch nicht richtig. Ihr könnt mich alle mal. Ich geh gleich nach draußen und schrei die Nachbarn an. Kaffee. Ich hab einen Nebennagel. Du mit deiner Eiersuppe da. Du kochst doch safe nicht selber die ganze Zeit. Nee, das kann ich mir bei dir auch nicht vorstellen. Komisch. Mir ist alles recht, außer dass es nicht regnet. Doch. Was kochst du denn selber? Das möchte ich ja mal wissen. 19 Grad, sag ich doch. Ist es warm, ist es nicht. Nächste Woche soll es wirklich um die 20 Grad bleiben. Das ist ja auch nicht das Problem, aber in der Nacht wird es wieder arschkalt, ne? Also 10 Grad ist, Ich koche immer. Du wohnst doch noch zu Hause, oder nicht? Warum solltest du kochen? Faule Socke. Nur purer Hass heute. Ja, vielleicht strahle ich das auch aus im Moment. Ich habe keine Ahnung. Obwohl ich mich nicht so fühle eigentlich. Aber gut. Ja, du bist ja die Trollwurst. Warum soll ich denn nett sein, wenn du immer nur Kacke schreibst, Urzirk? Weißt du, würde ich dich nicht persönlich kennen, ne? Wisst ihr, was witzig ist? Immer wenn ich irgendwie, ich gucke hin und wieder nochmal Fortnite-Videos, ne? Aber Battle Royale. Immer wenn ich das gucke, habe ich richtig Bock zu zocken. Ich weiß nicht warum. Aber nicht Fortnite, natürlich andere Spiele, ist ja klar. Das ist wie, als wenn das so eine Animation wäre. Das ist echt komisch. Kennt ihr das? Ach, mit wem unterhalte ich mich eigentlich? Keiner will mit mir reden heute. Alle pissig auf mich. Ja, mal eine Runde Solitär nebenbei spielen. Kaffee. Wieso sollten die Nachbarn jetzt denken, dass ich verrückt bin? Erklär mir das mal, bitte. Die wissen schon, dass ich verrückt bin. Das ist doch nichts Neues. Ach so, die wissen doch, dass sie streamen. Ja, so weit kommt's noch, ne? Dann würde ich aber auch von mir denken, dass sie verrückt ist. Also das würde ich definitiv denken, ja. Stell dir mal vor, da wohnt eine Olle, die ständig Selbstgespräche macht. Sind wir nicht alle ein bisschen blöd, ne? Na Quatsch, die wissen das. Allerdings denken die immer, dass ich Sonntag streame. Weil das ja eigentlich immer so der Tag war. Nee. Sonntag mache ich zum Ruhetag. Aber bald wird es auch wieder ein bisschen ruhiger bei mir. Dann kann ich wieder ein bisschen mehr streamen. Aber es ist, Mittwoch war ja das beste Exemplar. Beispiel. Normalerweise wird Lotti so um 16 Uhr abgeholt. Nein. 1,5 Stunden stand sie später vor der Tür und ich saß da nur und habe gewartet und gewartet und gewartet. Es ist immer so. Ich reg mich schon gar nicht mehr auf. Es ist halt Alltag geworden mit diesen Diskrepanzen. Obwohl, ich habe letztens ein 2-Cent-Stück gefunden im Bus. Lag auf dem Boden. Und wenn ich 2 Cent finde, ist es bei mir eigentlich immer Glück. Weil 1 Cent habe ich immer Pech. Weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Außerdem beantwortest du mir immer nicht die Fragen, Urzirk. Deine Eiersuppe da. Ja, gut. Da kann ich mir vorstellen, dass du die selber machst, weil das ist ja auch keine große Kunst, ne? Bisschen Gemüsebrühe da rein und Eier und fertig. Das ist nicht schwer.
Ja. Ja, was bist du denn jetzt am Zocken? Immer noch. Habe ich keine Antwort gekriegt. Nee, 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 nee. Ich achte schon auf den Chat, so ist nicht. Nein. Hast du? Ich habe mich verlesen. Du willst nur, dass ich nach oben gucke. Nee, das hast du nicht geschrieben, was du zockst. Nur, dass du ein Teufel bist, ja. Nee, hast du nicht geschrieben. League of Legends, ach so. Ja, das hast du letztes Mal geschrieben, aber nicht heute. Dann vielleicht spielst du auch mal ein anderes Spiel. Ich habe keine Ahnung. Was ist eigentlich mit Genshin Impact? Zockt das eigentlich mal jemand von euch? Nee, ne? Weil das soll ja auch voll gut sein. Das wollte ich eigentlich auch mal irgendwann zocken. Ach so, lol. Ja, okay. Woher soll ich denn? Hallo, ich bin alt. Woher soll ich denn wissen, dass das League of Legends heißt? Lol. Lol heißt für mich, ja, das, was es heißen soll. Lachen, keine Ahnung. So wie cringe. Digga, Bre. Was ist denn dieses Jahr das Wort Gommemode? Ich weiß immer noch nicht, was Gommemode heißt, ey. Ich habe keine Ahnung. Ich hänge so hinterher. Ja? Ist das so? Ist das ähnlich wie Assassin's Creed, wo du so ein bisschen Story zockst, dann Kämpfe hast und so? Ich glaube ja, ne? Aber ich finde dafür, dass es ein Free-to-Play-Spiel ist, die Musik soll da unheimlich schön sein und so. Ach, Goofy, echt? Hat das wirklich Papa Platte nicht ins Leben gerufen? Goofy? War das nicht so? Ich bin am Überlegen, ob ich den mal nach unten schiebe, weil der ist eh schon fast fertig. Der Auflauf. Und dann das Wasser reinstellen und dann die Baguettes rein. Alter, dauert mir sonst zu Ewigkeiten hier. Weil der Käse ist schon ganz gut zerlaufen da oben drauf. Mehr wird sowieso nicht passieren, weil veganer Käse. Dann kann ich den unten noch ein bisschen warm lassen. Brät anscheinend. Es brät. Oh, da bin ich gespannt. Ne? Ich meine, gut sehen sie aus, das heißt aber nicht, dass sie gut schmecken. So, weil ich muss eh runtergehen von der Temperatur. 180 ist ja gut, aber alles, was da drüber ist, muss nicht sein. Ja, siehst du, das ist auch schon abgekühlt. Dann kann ich da gleich wieder die Platte drauf machen. Sehr schön. Küche bleibt sauber. Exzellent. League of Legends. Weißt du, ich muss immer an Rocket League denken bei League of Legends. Ich weiß nicht warum. Das wäre eigentlich auch nochmal ein Spiel, was ich spielen müsste. Es gibt so viele Spiele, die ich eigentlich nochmal spielen müsste. Ich habe immer noch ein Spiel, was Andi mir damals unbedingt voll gesabbelt hat, was ich mir kaufen sollte. Open World, irgendwie sowas. Das soll ein Survival-Game sein. Das habe ich auch immer noch nicht gezockt. So, aber halt auch mit Tiere jagen und sowas halt, ne? Ja, das ist eigentlich auch immer noch offen. Auf der Konsole. Da weiß ich überhaupt nicht, wie das Game sein soll. Doch, ich habe es mir natürlich vorher ein bisschen angeguckt, weil ich kaufe kein Spiel einfach so random. Dann mache ich ja nicht mehr. Weil das geht nie gut aus. Ich bin mal gespannt, wenn die ihren Geist aufgibt. Ich zähle mit die Jahre. Aber wenn ich nächstes Jahr ausziehen sollte, kriege ich es ja nicht mehr mit. Aber es wäre schön, wenn ich die Wohnung abgeben würde. Wisst ihr, was für geisteskranke Mieten hier schon wieder verlangt werden? Das ist so irrsinnig teuer. Versteh ich nicht. Wenn du jetzt normal zum Beispiel als, sagen wir, du bist Friseur, weil irgendwie ist das ja gefühlt immer der schlecht bezahlteste Job. Sagen wir, du bist Friseur und sollst dir hier eine Wohnung für 1.400 € leisten. Wie soll das gehen?
Und es ist ja gut, es gibt auch billigere Wohnungen, aber es ist ja alles immens teuer. Es ist ja nicht so. Selbst mit 1.100, 1.200 Euro. Das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie das immer funktionieren soll. Das ist echt heftig. Kann ich froh sein, dass sie nicht so viel bezahlen. Ne? Ja. Also Genshin Impact. Ach so, also du zockst das parallel, oder was? Ach ja, ich weiß auch nicht. Manchmal fehlt die Zeit, manchmal fehlt dann wiederum auch die Lust. Also es ist manchmal so und so. Bin ich hängen geblieben. Ich habe mir doch heute mal nicht in die Finger geschnitten, oder? Eigentlich nicht. Muss ja nicht sein. Und das ist bei mir immer das Problem, dass ich immer so lange dran festhänge, ne, in einem Spiel. Ich habe ja noch, abgesehen von Assassin's Creed, würde ich heute auch wieder reingehen, aber ich habe ja noch Tatsache auch noch ein DLC offen bei Origins, was ich ja noch nicht gezockt habe. Das kommt ja, aber allerdings muss ich da die Story ja nicht mehr durchzocken, weil da habe ich ja auf dem Account schon alles gemacht, quasi so. Aber das ist auch immer noch offen. Ich weiß nicht, wie manche Leute das zeitmäßig immer schaffen. Ich steige da nicht durch. Selbst wenn ich Stunden zocke, das schaffe ich nicht einfach. Wahnsinn. Nee. Tauschen mal, ne? Ich habe auch gesehen, dass viele andere Mikrofone gar nicht mal auf Rode gehen. Das ist, glaube ich, gar nicht mehr so gut, das Mikrofon. Ist nicht so beliebt. Hätte ich das mal vorher gewusst. Jo. Konnte ja keine ahnen. Ah. Was habe ich jetzt gemacht? Nur Unsinn. Ich bin mal gespannt, ob heute das Internet noch einmal weg ist. Weh. Ich rufe trotzdem Montag O2 an, weil das kann es nicht sein. Also unter der Woche passiert das wirklich gar nicht. Und ich meine, ich bin ja schon lange da. Und das ist, wie gesagt, vorher nie passiert. Ne? Das ist erst seit einem Monat ungefähr. Und ich weiß nicht, ob Wally natürlich könnte auch recht haben, dass es am Router liegt. Aber rein theoretisch kann man ja da anrufen und die prüfen dann die Leitung und die sehen das ja im Router, ob da eine Störung ist. Ja, dann müssen sie mir das doch rein theoretisch beantworten können, denke ich mal. Aber wer weiß. Also das Baguette sieht wirklich exzellent aus, ne? Ich will mich ja nicht selbst loben, aber ich hoffe, das schmeckt. Wie wenn nicht, dann ist Kacki. Aber immer... Ich hatte vorhin einen brüllenden Hunger. Immer wenn ich dann hier in der Küche stehe, dann geht's eigentlich wieder. Dann habe ich wieder keinen Hunger mehr. Ich weiß auch nicht, warum. Hauptsache, ich feile mir erstmal die Fingernägel. Ihr wollt ja nicht mit mir reden heute. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sabbeln soll. Redestoff ist aus. Nein, ist eigentlich nicht. Es gibt immer was zu reden. Ich kann das gar nicht verstehen immer. Diese Beziehungen zwischen zwei Menschen, die dann irgendwo sitzen im Restaurant oder im Café und sich anschweigen. Also selbst wenn man nur befreundet ist, würde ich das nicht wollen. Was ist denn das für eine Beziehung, in der man sich anschweigt die ganze Zeit? Weiß ich nicht. Wäre ich kein Fan von zumindest. Da kann ich auch genauso alleine
Okay, und mit der Wand reden, ne? Ja. Tue ich ja eh schon. Nee. Ja. Aber ich könnte gleich trotzdem mal eine Portion probieren, ob der Bohnensalat auch so schmeckt, wie ich das erwartet habe. Warum ist die denn doch so lange heiß? Also ich habe die doch schon lange runtergestellt. Was machen wir denn? Ein Löffelchen. Ein bisschen Lärm muss sein. Da. Den könnte ich auch mal wieder waschen. Den jetzt auch, danke. Er macht Geräusche. Na, ich bin mal gespannt. Gut sieht er aus. Für mich. Ich habe vergessen, ein bisschen Salz reinzumachen. Ne? Na ja, gut, nachsalzen geht ja immer. Ich hier den Knoblauch. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Suppeneinlage. Und doch auch diese kleinen zwei Knoblauchzehen. Ich weiß nicht, was das für ein komischer Knoblauch ist, aber der ist. Das habe ich vorhin noch erzählt. Ja, aber ich sag's noch mal, beschissen. Dieser Knoblauch, ich weiß nicht, was für einer das ist, aber der ist so hardcore, der ist so frisch, dass er schnell weggammelt. Deswegen muss ich ihn auch verarbeiten, aber der ist so hardcore intensiv. Selbst diese zwei kleinen Zehen reißen alles auseinander. Oh, ich werde wieder so stinken. Ja, nur 4 Stunden, ne? Also ich habe, ich muss warten. Sieht wirklich delicious aus. Vielleicht habe ich heute doch mal ein Hähnchen. Ich habe in Intervallen geschlafen, eigentlich richtig beschissen. Vor allen Dingen bin ich ständigen Begleiter des Fernsehers im Moment. Ich weiß auch nicht warum. Also wo ich um 22 Uhr im Bett war, klar, ich gucke immer noch so ein, zwei Videos dann. Aber wenn ich dann den Fernseher ausmachen will, bin ich wieder hellwach. Wie Granate. Ich weiß auch nicht, ey. Ich sage ja nur, dass ich das heute schon gesagt habe. Muss ich auch mal ein bisschen ärgern. Hallo? Da wäre wohl Amma. Nein, alles gut, Urze. Ich verstehe es nur nicht, warum ich so fit bin. Na, da warst du auch noch nicht im Chat. Alles gut. Nee, es ist ganz komisch im Moment. Und ich kann das noch nicht mal hochrechnen. Also 4 Stunden, höchstens 5 schlafe ich aktuell. Und dann, wie gesagt, nur in Intervallen. Das ist nervig. Also ich, ja, ich weiß gar nicht, welche Nacht das war, aber das hatte ich vorhin gesagt, dass ich so in so einem Apartment war, so ein riesengroßes, so loftmäßig, und dann ging so eine Holztreppe nach unten, so schräg rund. Da stand auf dieser Treppe stand meine Zwergpalme, die im Garten gerade eingeht. Da war sie aber voller, also richtig groß, wie ich sie am Anfang gekauft habe. Und dann bin ich am PC gegangen, habe live gestreamt. Ihr wart alle da und ich musste euch unbedingt meine Kopfstirnlampe zeigen. Was habe ich vorhin geträumt? Also vorhin, also ja, was habe ich denn da geträumt? Also meistens kann ich mich auch noch an die Sachen erinnern, aber so belangloses Zeug. Nee, vorhin weiß ich jetzt nicht mehr.
Auch keine bösen Sachen, aber manchmal nervige Sachen. Also merkwürdige Träume auf jeden Fall. Träumst du denn viel, Uhrzerk? Weil bei mir ist das immer so Etappen, weil davor, also entweder ich träume richtig viel, na gut, wie gesagt, das könnte an den Bachblüten liegen, oder ich träume halt so rein gar nicht. Das ist bei mir entweder oder. Meistens kann ich mich immer daran erinnern, weil wenn du gerade aufwachst und dann genau daran denkst, dann kannst du dich meistens daran erinnern. Die meisten tun das aber immer nicht. Du musst dir nur so 5 Minuten Zeit nehmen im Bett und nochmal alles Revue passieren lassen. Ja? Was träumst du denn? Böse oder gute Träume? Manchmal verstehe ich diese Träume auch nicht. Dann bin ich mit so Personen unterwegs. Mit wem war ich letztens unterwegs? Ich glaube, mit meinem Ex. Gut, das ist keine böse Person. Also zumindest der Ex, mit dem ich da geträumt habe. Mit dem bin ich ja gut. Und was hatten wir gemacht? Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Aber irgendwie irgend so ein Kack. Ponys und Barbie. Na, weiß ich nicht. Also was ich für interessant finde, wenn man jetzt so in die Kindheit zurückdenkt, ne? Ich weiß nicht, was euer Kindheitsalbtraum ist. Die Träume, man sagt ja, die haben ja manchmal auch so eine Bedeutung. Und mein Albtraum Nummer eins war eigentlich immer, dass ich die Zähne in der Hand hatte. Dass sie mir entweder ausgefallen sind, also nie durch Gewalt, aber ich hatte sie irgendwie immer in der Hand, oftmals mit Blut. Und das war ultra unangenehm. Aber dann hatte ich als Kind mehrmals auch die Albträume irgendwie. So einen langen Weg, so waldmäßig mit abgestorbenen Bäumen, aber auch keine Monster oder sowas, gar nichts, sondern einfach nur so gruselig mäßig. Weiß auch nicht, das waren immer so meine zwei Albträume. Was ich witzig finde, ist, wenn man, das haben auch viele Menschen, glaube ich, wenn man so über eine Treppe stolpert, dann wacht man ja auch manchmal auf, weil man dann ja wirklich stolpert so mäßig. Man zuckt zusammen. Oder, aber das habe ich ganz selten mal gehabt, wenn du so vom Hochhaus springst und auf einmal den freien Fall hast. Ist ja jetzt nicht selbstmordmäßig, sondern es ist ja eher so das Gefühl von freien Fall und so weiter und so fort. Da wird man ja meistens dann auch oft wach. Das ist ein Traum, der nichts Schlimmes zu bedeuten hat, zumindest. Ich wusste mal die Bedeutung, aber ich habe es schon wieder vergessen. Aber das mit den Zähnen habe ich auch schon lange nicht mehr geträumt. Alles schon? Okay. Was war denn dein Albtraum Nummer eins? Auch, hast du das mit den Zähnen auch gehabt? Ich glaube, bedeutet irgendwas mit Kontrollverlust, was weiß ich was. Aber es ist ja, das Ding ist, es ist ja immer nie erwiesen. Sollte ich nicht eigentlich auch was drüber streichen? Ich glaube, ich mache das mal, weil das sieht gerade so oberaffengeil aus, das Baguette. Ich mache mal ein bisschen Olivenöl drüber. Kann ja nicht schaden, oder? Weil Ei passt ja nicht. Aber komisch, so richtige, richtige Albträume habe ich schon ewig nicht mehr gehabt. Nee, nee, nee. Schon sehr lange nicht. Jeder drauf jetzt. Nee, nee. Gucken, ob das gut ist. Meistens habe ich aber also immer irgendwie, also auch wenn ich keine Albträume habe, habe ich oftmals Träume mit Menschen, mit denen ich nicht gerne zusammen bin. Das passiert mir auch. Oh ja, und ich hatte noch mal was ganz Cringes geträumt. Was ich hab. Ja? Echt? Aber es ist nicht passiert, oder? Das ist krass. Ja, das ist übel. Wenn man sowas träumt, oha. Da hat man es ja richtig mit der Angst zu tun. Okay. Lecker, weil der Dill kommt gar nicht durch. Da habe ich jetzt mehr erwartet. Die Salami ist sehr präsent, die vegane. Hier,
Ich hatte auch mal, also das war interessant. Ich war mal in der Psychiatrie im Traum und könnt ihr euch das so vorstellen? Da war so, vorne war ein Raum, da war ein langer Flur mit Gang, auch ein Raum. Dann war da noch ein Raum. Also es waren, glaube ich, ungefähr 6 Räume und ein Flur und so weiter. Und ich habe da viele Personen gesehen, auch manche, die ich nicht, zum Beispiel meine Mutter, auch wieder mein Ex, dann noch welche wirklich von der Psychiatrie von damals. Und ja, das war ganz komisch. Ich musste irgendwie dringend pinkeln, damit ich auf Toilette kam. Dann hatte ich auf einmal meine Tage, die ich ja sonst nicht habe. Dann habe ich aber voll auf den Boden geblutet. Also ganz komische Sachen. Dann sollte ich, ach so, ja, stimmt, ich war ja auch noch schwanger. Das war ja, kam ja auch noch dazu. Dann war ich da mit 4 Frauen irgendwie so im Halbkreis am Kindergebären. Also das war sehr spannend. Es ist aber nie passiert. Ich glaube, man wacht immer vorher auf, bevor man, so wie du jetzt mit dem Saw-Game gefangen, man wacht irgendwie immer auf und es passiert nicht wirklich. Also ich habe ja auch, es ist jetzt kein Albtraum, wenn ich ein Kind bekomme im Traum, aber es ist ja jetzt so eine Sache, die ich nicht unbedingt erleben möchte, so für mich. Aber es passiert immer jedes Mal nicht. Ich würde gerne mal wissen, wie es ist, aber im Traum passiert es nicht in dem Moment. Es bricht immer vorher ab. Wäre ja eigentlich geil, als wenn man das träumen würde und dann weiß, wie die Erfahrung ist. Das wäre cool. Aber ja, kann man ja auch nicht wissen. Aber wer weiß, wie das Gehirn tickt. Ich habe keine Ahnung. Nee? Ja, aber dann meine, du bist dann ja wieder nicht fertig geworden mit dem Gedanken. Und ich weiß nicht, ob das oft passiert, aber ich glaube, in den seltensten Fällen passiert es dann wirklich. Und du bist ja gerespawnt. Das ist ja gerespawnt. Das ist ja ähnlich. Du hast es dann ja nicht durchlebt. Obwohl, hätte ja auch sein können, dass du dich befreist, ne? Weil ich meine, die eine in Saw, also ab Teil 4 konnte ich nicht mehr folgen. Der letzte Teil war ja richtig wack. Da war ich sogar noch im Kino. Das war das letzte Mal, wo ich im Kino war. 2007? Oder von wann? Ich weiß gar nicht, wann der letzte Teil war. Und ich fand ihn damals geil. Ich verstehe gar nicht, warum, weil ich habe Saw... Das ist gar nicht mal so lange her, wo ich das geguckt habe. Vor 1-2 Monaten. Hatte ich nochmal Bock auf alle Teile. Weil ich finde Saw richtig geil. Wegen der Ausführung. Und wie dann auf einmal alles am Ende passiert und so. Ich finde das richtig geil. Oh ja, das sieht gut aus mit dem Öl. Ja. Aber ich glaube nicht, dass die irgendwie nochmal groß aufgehen, die Baguettes, weil der Teig ja auch irgendwie wieder nicht so funktioniert. Warum auch immer. Aber interessant. Ich finde Träume sehr interessant. Man sagt ja immer, wie gesagt, dass man da was verarbeitet. Aber... Das Ding ist, ich habe früher, es war auch mein Albtraum mit Tutti. Ich hatte immer geträumt, dass mein Hund immer wieder und immer wieder überfahren wird. Das war auch der Horror. Jetzt habe ich es mittlerweile verarbeitet. Jetzt träume ich es gar nicht mehr. Aber nicht nur sie, auch andere Hunde. Wirklich Albtraum. Mal vom Bus, mal vom LKW. Also da war alles mit dabei. Ja. Und habe ich das habe ich auch nicht erzählt. Na gut, ich rede nicht so oft über meine Psyche, aber seitdem ich da in Therapie bin, in Hamburg, bin ich auch nur durch jemanden daran gekommen. Und es ist ja auch eigentlich keine wirkliche Therapie, weil die Frau keine Psychologin ist. Aber komischerweise... Es ist ja seit Anfang des Jahres, ne? Die hat ja nicht viel gesagt. Aber irgendwie, als wenn sich, ich weiß nicht, was da der Auslöser ist. Als wenn da auf einmal sich ein Schalter umlegt und du auf einmal anders denkst. So war es ja. Also ich habe ja wirklich vorher mein Leben abhängig gemacht
von dem Hund und von Holger. Weil das so die Sachen sind, die mir am meisten bedeuten im Leben. Und Gut, die ist ja schon tot. Ich habe gesagt, wenn Holger dann auch noch stirbt. Ich habe ja mein Leben nicht mehr lebenswert gesehen. Und gut, umbringen wollte ich mich jetzt nicht, aber ja, ich sehe mein Leben halt nicht lebenswert. Und das war von heute auf morgen einfach weg. Und dann frage ich mich immer, wie soll Therapie funktionieren? Das war, wie gesagt, ist einfach weg. Und ich hatte mit der nur ein Gespräch so am Anfang und wir haben uns nicht darüber unterhalten, garantiert nicht. Über andere Dinge. Also, wie funktioniert das? Ich verstehe es nicht. Ich glaube immer irgendwie, dass sowas passiert so. Ja. Ich esse ein Schwein. Und da könnt ihr euch das gar nicht vorstellen, wie dann eine Last von der Schulter fällt ein. Also es ist wirklich so. Jetzt kommt die Sonne raus. Ja, toll. Das ist wirklich so. Eine Last fällt dir da runter wie sonst was. Also die sehen gerade so ein bisschen aus wie die Baguettes aus dem Supermarkt. Und da der Teig auch wieder nicht aufgeht und scheiße ist, glaube ich, werden die steinhart. Ja. Das ist ja super. Ich drehe jetzt mal auf. Ich mache jetzt mal auf Maximum. Weil ich glaube, dass die innen drin Reintöte schon fertig sind. Die sehen zwar geil aus, aber die sind nicht fluffig oder so. Es fühlt sich jetzt zumindest nicht so an. Und die gehen auch nicht wieder nicht richtig wirklich auf. Also ich weiß auch nicht, was ich jedes Mal falsch mache mit diesem scheiß Hefeteig. Du leck mich am Arsch. Vor ein paar Wochen hat das so gut funktioniert mit dem Hefeteig. Weiß ich auch nicht. Wenigstens ist der Auflauf gut. Also den kann man echt gut essen. Aber die Wurst ist sehr dominant. Die vegane. Aber die ist auch sehr gut. Die mag ich gerne. Ich glaube, mit so Raucharomen kannst du bei Veganen sehr viel machen. Ach, deswegen ist Knoblauch. Hier habe ich ein Stück drin. Ich wundere mich schon. Da beiße ich jetzt nicht drauf. Lieber nicht. Also, da kann ich mir nachher immer ständig noch was abfüllen. Wunderbar. Ja, es ist immer, ich glaube, sehr viele haben damit Probleme, über ihre Psyche zu reden. Ich habe damit ja auch lange Probleme gehabt, bis ich jetzt sage mir, also warum eigentlich nicht? Ich fühle mich nicht dadurch irgendwie angreifbar oder sowas, weil zumindest schon mal gar nicht im Internet, aber das war schon immer so, dass ich mir denke, wenn da irgendein Pappenheimer was schreibt, juckt mich eigentlich sowieso nicht. Und ich finde das selber ziemlich schwach, wenn man auf jemanden geht, der dann ja eh schon so... Aber sowas gibt es ja immer. Ich bin ja rumgesaut hier. Und die Leute haben meistens ja selber dann, ja, glaube ich nicht drüber reden. Sowas ist schwach. Aber sowas muss man sich auch erstmal nahtlos anerkennen, ne? Und das, ich glaube, damit haben viele Probleme. Ich habe meine Depression in Anführungsstrichen habe ich auch sehr lange verleugnet, weil ich immer gedacht habe, ach ja, das ist dieses Schlechtwetterding. Aber es ist nicht dieses Schlechtwetterding, weil ich habe es auch im Sommer. Natürlich trägt Wetter immer dazu bei. Auch denke ich, dass es ein Riesenpunkt ist, wo ich sage ich mal, das muss ich unbedingt entsorgen, ey. Was aufs Gemüt schlägt. Weil es ist nun mal so, das kannst du mir nicht erzählen. Also ich glaube zumindest, dass wenn man irgendwo im Süden wohnt und die Mentalität da anders ist, du stehst auf, gutes Wetter, Sonne scheint und das macht schon was mit einem. Also ich glaube schon daran. Währenddessen hier, wie gesagt, ich meine, nicht umsonst sagt man, dass die Norddeutschen so kalt sind, in Anführungsstrichen, weil
Es ist auch einfach so. Du gehst morgens raus und wenn es kalt ist und dann noch dazu Regen, schlechtes Wetter, dann haben die Leute auch gleich Pisslaune. Also, oh, jetzt habe ich mich echt erschrocken. Siehst du, sag ich doch. Ich erschrecke mich. Oh, ja, genau. Oh, so ist es. Ja, die Leute haben dann auch Pisslaune. Das ist einfach so. Ich habe doch mal erzählt, ich habe doch einen Laden in Hamburg gehabt, wo ich auch Frühstück mitgemacht habe. Und das war wirklich so. Die kamen morgens rein, haben ihre Brötchen geholt und Zeitung und so. Und war schlechtes Wetter? Boah, haben die alle eine Fresse gezogen. Da gab es kein Hallo oder sowas. Danke für deinen Follow. Love Girl Strong. Und herzlich willkommen. Komisch, aber die. Warte. Sorry, Urzerk. Hä? Aber warum geht das jetzt nicht? Ich habe das doch extra umgestellt. Tut mir leid, Urze. Warte mal. Dann habe ich da Monitoring. Ja, ich habe es falsch eingestellt. Kannst du noch mal was triggern gleich? Wurzerk? Mamma mia! Nee. Och, Manno! Ich habe doch das Monitoring extra umgestellt. Warte mal. Und jetzt? Du musst ja nicht 100. Du hast ja eh genug Punkte. Sollte doch gehen. So, Spur, Dings. Ich verstehe es ja nicht. Warum geht's denn nicht? Hä? So, jetzt habe ich noch mal was anderes eingestellt. Und wieso ist auch minus Dezibel? Warte mal. Aha. Diese Technik, die. Warum läuft das jetzt über beide Tonspuren? Weil das geht ja immerhin. Oh, ich hasse es. Es ist jedes Mal das gleiche. Moment. Ich verstehe davon nichts halt. Du brauchst echt ein Studium für, ey. Oh. Jetzt läuft das auch über das Mikrofon. Was soll denn das? Das habe ich nicht so eingestellt. Ich kann es dir nicht sagen, Uhrzeit. Deswegen habe ich die Alerts ausgemacht, weil ich am PC sitze, da funktioniert's. Hier geht's nicht. Monitoring und Ausgabe, ja, weil die Alertbox läuft auch darüber. Warum geht's dann nicht beim Desktop? Desktop. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich bin zu blöd dafür. Das Wasser kocht sogar. Oha. Also wir sind kurz vor fertig, weil das wird schon langsam goldbraun. Es tut mir leid. Ha! Kräuter zwischen den Zähnen. Da fällt mir gerade ein. Apropos Stream. Gibt es eigentlich noch so Leute, ja, ne, wahrscheinlich wie Sand am Meer, die über die PlayStation streamen? Frage ich mich. So richtig oldschool. Ah, ich
Nee, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ach, Urzerk, ich mag dich auch. Ich habe extra nochmal in die Kamera geguckt, deswegen. Jetzt geht das aber auch richtig auf, das Baguette. Vielleicht habe ich das zu lange gebacken. Das Wasser kocht da drin ordentlich. Also mal gucken, ob das was wird jetzt. Ich bin gespannt. Kleine freche Nudeln. Aber warum gehen die Alerts nicht? Das verstehe ich wieder nicht. Im Computer geht das doch auch. Ich habe extra hier mein Dings Kopfhörer nicht reingepackt, damit man das hört. Aha, warte mal, vielleicht muss ich da was einstellen. Oh, nee, kann aber eigentlich nicht sein. Hier gibt es ja nicht 10.000 Einstellungsmöglichkeiten. Und übers da kann ich es ja nicht laufen lassen. Nee, macht keinen Sinn. Ach, weiß ich auch nicht. Technik, die begeistert. Ja, dann habe ich eben halt kleine Baguettes. Dann ist das eben so. Also, wie gesagt, goldbraun. Aber ich glaube, es ist noch nicht ganz fertig. Aber das Wasser ist auf jeden Fall kochend heiß. Also, damit könnte jetzt jemanden umbringen. Oh, ich muss gucken, weil das ich will ja auch nicht, dass es zu braun wird. Ne? Ich müsste mal eins rausholen. Jetzt habe ich mein Schneidebrett. Warte mal, machen wir anders. Ah, wir haben noch ein Schneidebrett, ne? Ein großes. Die Platte müsste jetzt langsam. Ja, die ist schon abgekühlt. Geht, geht. So, gucken wir mal. Obwohl da jetzt gar nicht so viel Dampf rauskommt, wie erwartet. Mal guck dir das mal an. Das ist schön goldbraun schon. Das könnten wir doch mal ausmachen, ja? Uff, uff, uff. Das so gut ist, weiß ich noch nicht. Heiße Ding. So, ich guck jetzt mal. Nee, geht nicht, Jessie. Du musst schon die Handschuhe dabei anlassen. Doch. Oh. Ich glaube, das könnte noch ein Tick. Nicht abhauen. Mach das noch mal ein bisschen rein auf volle Pulle. Ein Tick noch. Aber es also gut sieht's aus zumindest. Und von innen ist es auch, ja, doch ist es schon durch, aber ich glaube, es geht noch ein bisschen krosser. Weil es ist ja auch ein Baguette, ne? Es soll ja ein bisschen kross sein. Ja, und dann würde ich sagen, ich werde das sowieso wahrscheinlich dann, warte mal, da können wir auch mal gleich mal machen. Ich werde das dann wieder mal. Am PC snacken. So wie das, wenn ich am Zocken bin, später, Meta. Weil ich habe auch noch ein bisschen, oh, ich muss aufpassen, ich habe ja Eier hier. Ich habe noch ein bisschen von dieser veganen Burgersoße, die ganz gut ist und eben halt, wie gesagt, die Mayo. Dann schneide ich mir das so in kleinen Stücken und kann das so snacken nebenbei. Das Gute ist, bei sowas ist es lautlos. Wenn man dann im Discord ist zum Beispiel oder so, man ist nicht so, dass man jedes Mal macht. Das finde ich ätzend. Damals konnte ich auch mal nichts essen, so chipsmäßig oder so, weil das ist ja voll ätzend. Wenn du da die Leute halbwegs belästigst im Call. Ja, genau. Also würde ich sagen, dann beenden wir mal das ganze Tutorial hier. Tutorial an mich selbst. Und ich werde noch 10-mal Hefeteig ausprobieren, so lange, bis wir uns einig sind. Ich gebe nicht so schnell auf. Auch wenn mich Hefeteig nicht mag, aber ich gebe nicht so schnell auf. Nein, ich bin da hartnäckig. Sorry, ich wollte euch nicht anbrüllen. Hast nichts gelernt?
Na, dann würde ich mal sagen, 6 Sitzen nachsitzen, meine ich. Ein Stern-Tutorial. Ja. Danke, Urzerk, ja. Natürlich. Sie sind hier richtig. So sieht's aus. Dann sehen wir uns vielleicht gleich wieder. Ich danke fürs dabei sein. Dabei sein ist alles. Vielleicht sieht man sich gleich. Ich werde mich jetzt am PC breit machen und dann zocken wir was Schönes. Mal was anderes. Und Weizentotem, ja. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Samstag, schönen Sonntag, was auch immer. Haut rein. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.